Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausrundstream. Ja, heute ein bisschen zu spät, ne? Kann auch passieren. Kann passieren, ne? Dass man mal ein bisschen hier. Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem. Ton geht. Na, das ist ja doch schon mal was, ne? So. Ich war ein bisschen in Action und ich muss erstmal gucken nach dem Rezept. Es ist Sonntag und ich bin trotzdem in Action. Habe ich euch schon erzählt? Ich habe eine super eingestaubte Karamellsoße geholt. Aber von Moni, ne? Ja, jetzt fehlt nur noch das Eis dazu. Das habe ich nicht geholt. Weil es ist schwierig zu finden, ein Eis irgendwie was klein ist und nicht so groß fürs Tiefkühlfach, weil man da ja keinen Platz mehr hat. Wir machen heute mal Kartoffelröstis, aber anders. Also es wäre ja langweilig, wenn wir die machen würden wie jeder, ne? Also machen wir die heute mal mit Bärlauch. Ich habe schon lange nicht mehr mit Bärlauch gemacht. Ich muss aber erstmal ganz kurz den Kohlrabi schneiden. Den hatte ich für die Hunde. Allerdings ist nur einer davon, der das gerne isst. Und den anderen habe ich für mich. Ja. Und eine Zucchini. Also klar machen wir da ein bisschen Gemüse rein, ist ja logisch. Aber erstmal müssen wir das mal verpacken, ja. Hatte ich schon angeschnitten und geguckt, ob der eine Hund das mag, der andere mag das nicht so. Aber eigentlich würde ich so grundsätzlich sagen, Hunde lieben Kohlrabi. Was sie nicht so mögen, ist Chicorée, obwohl das das Gesündeste ist. So da tatsächlich Wunder, aber es gibt ja auch Menschen, die mögen kein Chicorée. Weil der ja etwas bitter ist. Gucken wir mal, ob wir sie jetzt hier gelockt kriegen damit. Boah, ist der Arsch kalt, Alter. Draußen ist gutes Wetter und ich hocke hier mit Jacke. Eben habe ich noch geschwitzt, jetzt ist mir kalt. Ist ja immer so, ne? Bitte nicht in die Finger. Das können wir heute nicht gebrauchen. Wie mögt ihr eigentlich gerne Kohlrabi? Das schreibt es mal in die Kommentare. Würde ich gerne mal wissen, ob ihr den lieber roh mögt oder gekocht. Weil man kann ja Kohlrabi roh oder auch gekocht essen. Ich mag es beides gerne. Schön so mit Kartoffeln und Blumenkohl schmeckt es auch mit einer Soße. Gibt es ja, glaube ich, sogar fertig zu kaufen. Soweit ich mich entsinne. Das schmeckt immer ganz lecker. Weiß auch nicht immer, warum immer für die Hunde so viel Essen geschnibbelt wird, ne? Für Menschen nicht. Tja, finde den Fehler. Hundis! Lecker, lecker! Gucken, ob der Woody kommt. Seht ihr ihn überhaupt? Nee. Er mag Kohlrabi nicht so. Guck mal da, lecker, lecker. Magst du nicht? Guck mal da. Nee. Kein Fan von. Aber jetzt hat Lucy sich auch mal gezeigt. Jetzt habe ich ihn auch mal gesehen. Guck mal da. Ich lege ihn mal hin. Vielleicht isst er den noch. Weil wenn. Ja, wo dir was anderes gibt es nicht. Tut mir leid. Oder willst du ein Leckerli von. Ja, warte. Ich komme. Ich komme. Moment. Kriegst was. Feini! Ja, der kriegt doch mal den letzten Knopf von Sammy. Wir tauschen, kein Problem, der darf das nicht. Keine Kalorien. Sammy, willst du noch ein bisschen? Das isst du gerne, ne? Weiß ich auch nicht. Der liebt Kohlrabi. Der liebt Kohlrabi, ne? Langsam. Nicht meine Hand essen. Geht genug, mein Gott. Jetzt werden die Hunde nie was zu essen kriegen würden. Ja. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich hole mal die Reibe raus. Die werden wir bestimmt benötigen. Für den Zucchini und so. Aber ich will mir erstmal vielleicht das Rezept angucken mit den Hörnchen. Das habe ich nämlich ziemlich interessant empfunden. Natürlich ist die
Reibe irgendwo zwischen den ganzen Kochtöpfen. Und das kann sein, dass wir dafür den Hefeteig machen müssen. Da gucken wir mal jetzt, ne? So. Dann muss ich auch wieder putzen. Moinsen! Rumpelstilzchen, wie geht's dir? Alles klar? Herr Kommissar, der Spruch ist auch immer der gleiche. Ich sehe heute aber auch aus, ey. Penner aus der letzten Generation. Ich bin da. Heute keine Kosten und Mühen gescheut, schlampig auszusehen. Ja, mir geht's langsam wieder besser. Ich habe aber heute schon definitiv gemerkt, dass ich noch ein bisschen schlapp bin, weil ich gestern wieder zu viel gemacht habe. Aber ich habe auch im Moment zu null Bock, im Bett zu hocken und da rumzugammeln, obwohl es mir wahrscheinlich noch gut tun würde, da noch mal einen Tag zu verweilen. Sehr gut. Bist du eigentlich so rumgurken mit deinem Auto im Moment so, weil immer wenn gutes Wetter ist, aber jetzt mit der Krise, ne? Mit der Krise fährt keiner mehr Auto. Das ist ja zu lustig. Normalerweise ist es ja immer so, dass wenn dieser Umschwung ist zum Sommer hin, dieser Frühling, dann kommen sie alle mit ihren Karren wieder raus und holen ihre, ja, wie heißen das nochmal? Es gibt doch hier Saisonkennzeichen, ne? Dann holen sie alle ihre Karren wieder raus aus der Garage mit ihren Saisonkennzeichen und machen erstmal richtiges Prollfahren, wie es immer halt so ist, ne? Ich muss meine Brille putzen, es geht nicht. Ja, aber diesmal nicht, weil die Krise hat auch diese Leute eingeholt. Ja gut, die richtig dicken Bonzen, die da genug Kohle haben, die können sie dann noch leisten, aber die Geringverdiener nicht mehr. So, und ich habe eine super Neuigkeit. Ich habe jetzt wieder Geld zusammengespart. Wir werden demnächst, ich warte nur noch auf das passende Angebot, eine Kamera kaufen. Und da bin ich mal gespannt. Ich werde die erstmal testen. Man kann mit der angeblich live streamen. Und was ich vorher auch noch nicht wusste, das ist ja auch neu. Es gibt ja jetzt demnächst Bahnkarten für 9 Euro irgendwas. Soll in diesem super entgegenkommenden Sparpaket sein. Wo man durch ganz Deutschland mit einer Bahnkarte für 9,90 Euro oder so fahren kann. Die werde ich mir auf sicher holen. Und dann können wir mal ein paar Ausflüge machen mit dem super neuen Livestream-Ding. Das wird Bobo. Ja, du hast auch noch Kohle ohne Ende. Wer schält Kartoffeln für mich? Ja, da habe ich auch immer keinen Bock. Ich muss auch heute welche schälen. Eine Canon? Nee. Also was ich jetzt vorhabe, aber das kostet, kaufe ich gebraucht, weil das ist mir zu teuer, definitiv. Die schwankt aber auch enorm von den Preisen. Also wenn du jeden Tag reinguckst, jeden Tag ist der Preis anders. Letztens war sie noch bei 379, jetzt ist sie bei 324. Ich kaufe sie aber gebraucht für 279. Bei Amazon kann man nie verkehrt machen. Und wenn nicht, schicke ich sie wieder zurück. Die DJ Pocket 2. Ja, ich warte aber bis sie bis 269, hatte ich sie letztes Mal auch gesehen. Und das ist super, also für mich als Frau gerade super. Weil es ist super handlich, nicht schwer, mit Stabilisierung und allem drin, also besser geht's nicht. Wenn das wirklich so ein super Teil ist, dann ist es astrein und perfekt. Ich meine, ich will nichts sagen gegen die Canon ist gut, die ich habe, ne? Aber ja, es ist immer noch was anderes, da kannst du kein Livestream machen. Tun Sie mal. Ja, tun Sie dies. Ich muss auch gleich schälen, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Teig. Ich sehe gerade, das ist kein Hefeteig. Okay. Gut, dass ich mir wie immer das Rezept vorher angeguckt habe. Kapi? Kühlstellen? Wenn nötig, also wegen Ausrollen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal den Teig. Den können wir ein bisschen stehen lassen. Was gibt's heute alles? Gar nicht so viel. Also wir machen hier Röstis und die Zimthörnchen. Ja, und nach der Kamera, wenn die dann wirklich super ist, behalte ich sie, ne? Und danach kommt dann die, weiß nicht, die Mikrofone wären eigentlich auch nicht verkehrt, aber ich glaube, ich werde trotzdem als erstes die
Nee, weißt du, ich würde ganz gerne die Sony Alpha haben. Und das Problem ist, die neueste Sony Alpha kostet 3000 Euro. So, super Schnäppchen. Nein, aber ich werde einfach ein älteres Modell kaufen. Es gibt die Sony Alpha 6000, glaube ich, für 400 Euro schon. Das geht. Hm. Man muss auch nicht immer das neueste Modell haben. Das ist nicht vonnöten. Die Kamera muss nur funktionieren. So, habt ihr alles gegessen? Ihr Schweine? Ja. Ihr seid fein, ne? Mhm. Die Doofies. So, wir brauchen Reismehl auch wieder. Ich habe wieder Reismehl gekauft und letztes Mal habe ich so anscheinend nicht drauf geachtet. Aber wir nehmen das normale Mehl und das Dinkelmehl. Wir nehmen alle Mehlsorten. Alter, das Reismehl ist ja teuer, ne? 2,99 Euro, so ein kleiner Beutel. Wie viel ist da drin? Mein Gott, ist das teuer. Jesus Maria. 500 Gramm von Bauchdings. Alter Schwede, habe ich mir nur gedacht. Wow, nicht gerade billig, ne? Jetzt weiß ich, warum kein Reismehl nimmt. Obwohl, warum ist das nicht billig? Ey, Reis ist doch auch billig, sag ich mal. Weizen wird irgendwann teurer, wegen den ganzen Anbauten und so weiter und so fort. Es ist unfassbar, der Hund liegt den ganzen Tag draußen. Der andere guckt jetzt, ob noch irgendwas zu essen gibt. Reste der Reste. Was gibt's denn bei dir heute rum, Bestizien? Hast du gar nicht gesagt, oder? Außer Kartoffeln jetzt. Ich glaube nicht, dass Kartoffeln der Bestandteil ist. So, wir haben 25 Gramm. Was sind das schon wieder für Angaben, ey? Isas Zimtönchen, ja. 25 Gramm Roggenmehl. Haben wir hier eine Küchenwaage? Nein. 50 Gramm Reismehl. 200 Gramm Weizenmehl. Ah, okay. Ja gut, dann machen wir das so. 25 Gramm ist ja sehr wenig. 25 Gramm. Da haben wir jetzt noch so, ne? Ich glaube, Reismehl, da war ja eh nicht mehr so viel drin. Das ist wieder so super pudrig und fein. Mehl. 50 Gramm können wir so einigermaßen abwiegen. Das ist ja die Hälfte von 100, ne? Wow, wie schlau, Jeffy. Kann man so viel Müll machen. Ja, und nächste Woche werde ich mal angehen, die Sache mit dem PC. Ich habe da schon einen Plan aufgesetzt, dass ich Montag auf jeden Fall wegen Discord und so alles einrichte, damit ihr nicht mehr so viel rumheult. Ja, muss ich ja immer den Leuten beugen anscheinend. Jetzt fehlt das Mehl. Da muss ich mal eben kurz ins Hinterzimmer gehen. Oder nee, ich glaube, ich habe noch da oben Mehl. Ja, irgendwo mit Mehl. Ja, und dann würde ich am liebsten eigentlich mal zum Wochenende, da habe ich endlich mal ein bisschen Ruhe und so weiter, dann würde ich mal sagen, da gehen wir dann mal an, warum bist du kaputt? Was habe ich gemacht? Dinkelmehl, da habe ich mich ein bisschen vertan, also müssen wir doch das Mehl holen. Ich hole mal kurz Mehl. Auf jeden Fall zocken wir doch mal ein Game. Hast du die auch nach vorne gedrängt langsam? Sammy ist lustig, der liegt jetzt vor der Tür, obwohl er niemals rausgehen würde, alleine. Wir brauchen mal Begleitung, der arme Hund. Weil er nicht ganz dicht ist. Ich glaube, ich mache mal das hier weg, weil ansonsten das stört. Ah, überall Mehl schon wieder. Nicht so viel kotzen in der Küche. Ja, auf jeden Fall, die Projekte laufen weiter, wie immer. Und das hervorragend. Ja, perfekt. Perfekt, als wenn ich es abgemessen hätte. So. Der Haushalt besteht nur aus Mehl und Zucker und Dinkelmehl und nochmal Mehl und nochmal Mehl. Also hier ist definitiv nie zu wenig Mehl. Warte, so steht es mir geschrieben. Alles liegen lassen. Oh,
Okay, heute mal keinen großen Aufwand. Sonntags ist doch immer so Sonntagsessen bei dir. Wunderbar, gerade das klingt sehr unspektakulär. Was ist denn da los? Ist heute nicht bei Eltern? Doch. Oder? Weiter geht's. Natron. Ich glaube, wir müssen noch Natron haben. Ich muss unbedingt mal diesen Schrank aufräumen. Ne? Es ist einfach zu viel in diesem Schrank. Und es wird nicht weniger. Oh. Oh. Die Süßigkeiten von Jessie. Die ist aber auch alles voll in dieser Küche, ne? Alter. Das ist unfassbar. Dann die ganzen Hundeschüsseln hier und Sahne steif brauchen wir nicht. Nein. Hagelzucker. Ja, ich bin der Meinung, wir haben aber noch Natron. Spekulatius, ja. Ein wenig außer der Reihe, ne? Backhefe haben wir genug. Deswegen war ich mir sicher, Hefe habe ich definitiv. Jetzt ist nur die Frage, ob wir Natron haben, aber ich bin der Meinung schon. Oder auch nicht. Wofür brauchen wir Natron, ne? Also. Tortenguss. Ist doch Natron. Sag ich doch, aber ich benutze es zu selten, definitiv. Aber ich wusste, dass ich es immer noch habe, also immerhin, ne? So, dann können wir ein bisschen wieder reinsortieren da. Das ist meine Schale für Sahne, Hefe und, keine Ahnung, Backpulver. Wo ich von allem mehr als genug habe. Aber wir brauchen es ja auch mal wieder, ne? Ich backe ja sehr viel eigentlich. Im Verhältnis zu anderen Menschen. Also brauchen wir das auch immer. So, Natron. Wie viel war das? Ein Teelöffel geholfen. Ja. Wie Nick. Wie heute mein Nick. Was ist denn das für eine Abkürzung schon wieder? Ja, sagt ja auch keiner, dass einfaches Essen nicht auch gut ist, ne? Das ist doch fast eine ganze Packung, oder was? Ja, es ist eine. Kann man auch eine Packung schreiben, oder nicht? Ein Teelöffel geholfen, ey. Das ist doch auch gut, ey. So, ich guck gerade, brauchen wir noch Mandelzucker? Vanillearoma? Ja, nee, das haben wir ja. Nee. Wieder rein in das Chaos, bitte. So, Milch. Warte mal. Aber Zucker machen wir als erstes wegen. Sonst ist es wieder nass. Was stand da? 150 Gramm? Naja. 100. Ich würde sagen, ein Ticken mehr ist auch immer nicht verkehrt, ne? Zucker kann ich nie genug haben. Na, Sammy, bist wieder da, hast nichts zu essen bekommen. Ich kann ja auch nicht überall immer essen sein. Ich weiß, dass mir immer alles gegeben kommt. So. Keine Eier? Anscheinend nicht. Margarine? Machen wir mal. Margarine. Was wollte ich eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Auch mit dem Quark machen. Irgendwas war noch mit Quark. Ich glaube, der war für die Röstis. Margarine nehmen wir natürlich nicht für den Budel. Budel, mein. Warte, ich guck gleich, was du geschrieben hast. Haben wir noch Butterschmalz? Nee, wir haben noch den Fond noch. Ja gut, ich benutze sowieso selten Butter. Komischerweise. Ungefähr 50 Gramm. Ich hab da schon noch ein Messer. Das ist ja unfassbar. Hätte auch mal rausstellen können. Ach, ja, aber ich vergesse es sonst immer wieder. Das ist ein Toast gemacht. So. Oh, die Geschirrspülmaschine stinkt. Jesus Maria.
Nicht. Heute mal nicht. Was? Ach so, auf dekadentes Essen meinst du? Der nächste PC wird ein iMac? Wie kommen wir zu dieser Erkenntnis? Mac Mini. Ja, hab schon verstanden. Auf jeden Fall Apple. So, jetzt haben wir nur noch, Butter ist drin, Milch, bevor wir es vergessen. Dann das Vanillearoma. Ich habe extra Honig sogar gekauft jetzt, weil, können wir eigentlich auch noch mit, nee, machen wir nicht. Wir wollen ja nicht zu hart vom Rezept wieder abweichen, ne? Kennen wir ja schon. So, wundert mich, dass da kein Ei drin ist, ne? Das wundert mich wirklich. Die Hälfte vom Kühlschrank ist nur mit Hundeessen, ne? Das darf niemandem zählen. Ne? Das ist Wahnsinn. Jetzt habe ich doch schon so viel Platz hier geschaffen, jetzt ist wieder weniger Platz. Kauft man eine Sache, kommt man zur nächsten. Jetzt ja hier reingepackt und Zimt steht oben, ja. Gut, dass wir Zimt brauchen, hätten wir letztes Mal noch ein bisschen, naja. Wir müssen eine neue aufmachen anscheinend. Ja, die letzte haben wir anscheinend aufgebraucht. Also früher hat man sowas im Supermarkt immer nicht gefunden. Mittlerweile gibt es Vanillepaste überall. Das ist schon krass, wie sich der Markt anpasst. Guter Schuss, auf jeden Fall. Na gut, wir könnten auch Vanillearoma nehmen, ne? Das ist noch konzentrierter und intensiver, also deswegen ist der Schuss jetzt nicht ganz so schlimm. Kein Drama. So, was haben wir noch? Zimt. Zucker zum Bestreuen, ja, das ist unwichtig. So, Zimt. Waschen wir doch mal die Hände, ne? Und dann können wir das Ding noch anmachen eigentlich. Dann immer nervig mit dem Mikrofon, weil es daneben steht. Neben der Maschine. Neben der Maschine. Was war das denn? So, Ankerkraut brauchen wir nicht ganz so viel, ne? Sehr pudrig, ne? Ja, zimt. So, dann schnibbeln wir gleich weiter. Würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß noch nicht, ob wir den Kohlrabi nicht auch, ich glaube, wir werden heute viel reiben, Alter. Das wird schon wieder Muggis geben. Ist der Wahnsinn. Diesmal werden wir mal die Abdeckung benutzen, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn wir sie schon haben. Ach, Jesus. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Und den richtigen Stecker, wenn es geht. Ich weiß jetzt noch nicht, wie man das macht. Erstmal, glaube ich, den Topf, oder? Geht das dann runter? Glas im Weg. Es geht nicht runter. Das ist ein bisschen andersrum, vielleicht so. Es darf ja nicht im Weg von dem da sein. Okay. Aber wie macht man das? Oh. Das ist doch bescheuert, oder? Hä? Warum ist hier auch ein Loch davon mal abgesehen? Verstehe nicht so ganz. Wie soll das gehen? Erzähl mir das mal. Ich kann doch nicht alles. Oh, Alter. Das ist. Was ist das für eine Konstruktion, Alter? Ich meine, mit diesem Deckel, das ist doch behindert gemacht, oder was? Was ist denn das? Okay, das passt perfekt rein, aber... Spritzschutzkacke da. Mensch! Jetzt habt ihr ein nettes Geräusch. Ja, nein, ich meinte, wie bist du zu der Entscheidung gekommen, jetzt auf einmal Mac zu holen? Ich meine, Windows? Nicht? Ja, Apple ist gut, auf jeden Fall.
Noch ist nochmal. Dazu sage ich nichts. Ja, Loch ist normal, aber das ist doch scheiße, da reinzumachen oder was? Aber ich habe schon wieder das Küchenpapier vergessen, das steht hier. Zu viel Kabel, zu viel Kamera. So eine Reise mit einer. Auch was für die Nüster. Nur 900 Euro allein schon. Der Schnabber. Kann schon einen leistungsstarken Laptop kaufen, auch für 900 Euro. Also ist die Frage, was man immer damit macht, ne? Das ist so die Frage. Was hast du vor? Ich muss auch, dass nicht, dass der Hund rausgeht, weil der ist wie ein Staubsauger im Garten. Der räumt alles auf. Ach. Nee, nicht unbedingt. Kommt drauf an, was du, wie gesagt, kommt drauf an, für was du was brauchst, ne? So ist fein. Ja, mal lieber vor den Schuh. So, weißt du es, ne? Für Chip. Neunzehn. Nicht genug. Ja, okay, mein Laptop hat auch über 2000 gekostet, aber das ist ja auch ein Gaming-Laptop. Wie gesagt, ist die Frage, wofür du einen PC brauchst. Ne? Wenn du jetzt nur Office machst und Excel und keine Ahnung und Co., da brauchst du kein 2000-Euro-Ding. Ne? Oder irgendwas mit Adobe Photoshop oder so. Du brauchst auch keinen Gaming-PC. Grafikkarte, ne? Ich will jetzt ja auch nicht malig reden. Mach dein Ding da. Außerdem ist irgendwie auch gut, ne? Ja, zum Arbeiten. Was arbeitest du denn darin? Du, Rumpelstilzchen. Nee, du hast auch bestimmt einen normalen Namen. Immer diese Namensgebung. Ich kann mich an Typhoon erinnern, der sich auch den Namen so eine 26 cm genannt hat. Weiß ich auch nicht. Der war Mod bei LP. Oder ist. So, die Möhre lassen wir weg bei den Wurstis. Also ich denke mal, wir müssen da ja alles, wenn wir erstmal die Kartoffeln machen. Schälen. Alles fein reiben, ne, super. Ich krieg schon wieder, also ich habe jetzt Muskeln aufgebaut, ne, ich hoffe, dass das ist auch gut so. Dann setzt du mir jetzt gleich mal zu euch und reibe ein wenig. Echt? Rubbel steht's hin? Oha, the big brain! So, ich will euch nicht ganz so auf die Nerven gehen. Das mache ich später dann. Ein bisschen doller. Aber ich bin noch nicht so begeistert, ne? Also für die Hefeteige und sowas funktioniert das bestimmt super. Aber es klebt immer irgendwie ein Scheiß an der Schüssel dran. Ist doch Kacke. So, wir brauchen eine Schüssel irgendwie. Ja, ich nehme anstatt Möhre jetzt Kohlrabi. Habe ich so beschlossen. Schäle. Oh, ich habe keinen Bock zu reiben. Dann holen wir mal... Nee. Genau. Eher.
Eine Schüssel brauchen wir. Eine etwas größere Schüssel brauchen wir. Dann muss ich doch wieder hier an den Schrank, ey. Dann nehme ich die Schüsseln eigentlich immer nur zum Bangen, ne? Also nicht die Edelstahlschüssel, aber ja. Muss das ja irgendwie mal alles da wieder reinkriegen. Fangen wir mit der Zucchini an. Ich hasse es, ne? Ich hasse es so rein. Aber wir haben dann auf jeden Fall ein paar mehr Röstis, weil das ist ja nicht wenig. Und dann machen wir gleich die Kartoffeln erstmal. Also ich glaube nicht, dass wir die vorher kochen müssen. Sag ich jetzt mal so. Ich guck gleich mal. Ich habe auch extra nur eine Zucchini reicht. Gekauft. Jetzt kriege ich im Moment wenig Gemüse. Ich denke mal, das wird dann nachher mit. Ich, ehrlich gesagt, muss ich. Also für euch klingt das jetzt ziemlich normal und so. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Röstis gemacht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ganz dunkel in Erinnerung zu haben, dass ich mal Kartoffelpuffer gemacht habe. Ja, steht oben über mir. Was ist denn? Nee, ja, ich sag's dir, die Küchenmaschine ärgert mich da. Weiß auch nicht, bin noch nicht gewohnt, mit der zu arbeiten. Ja, man weiß nie was an. Aber komm, die letzten Male ist immer alles gut geworden. 50-50, genau, so sieht's aus. Wenn eine Butterstulle gibt, nee, wenn dann Pizza. Was machst du denn Schönes? Ja, hier kriegst du tolle Rezepte. Kommt drauf an, was du willst. Liegt vor dem Alter. Alter, kommt da nichts, die 20 cm zu haben. Hey. Nun wieder mal gucken, nicht, dass irgendein Hund ausbricht. So, ich nehme jetzt mal aber die grobe. Das passiert mit 20 cm bei mir. Nee, ich glaube, ich muss die einfach auf volle Pulle laufen lassen. Ich habe die immer auf 1. Wegen euer, damit ihr nicht völlig ohrtot seid. Wegen dem Mikrofon. Die Küchenmaschine. Ich denke mal, wenn ich die auf volle Pulle mache, dann rasiert sie auch alles. Mach ich später. Natürlich. Alles auf dem Boden. Ja. Ich kann erst am Freitag meine Bude sauber machen. Ne? Gott, ich kriege Herpes. Ich hasse Reiben, weil Reiben so anstrengend ist. Macht überall diese Fliegen, ey. Dabei habe ich doch kein Obst. So. Nee, ist von den Pflanzen. Also dank dem Hund habe ich jetzt einen guten Bizeps. Normalerweise hätte ich schon schlapp gemacht. Finger mit treiben, ne? Und wann bekommst du den Mac? Kannst ja losgehen. Was machst du denn überhaupt für Lehrgänge rumgeschnitzeln? Hast du noch nie erzählt? Heute habe ich jemanden getroffen beim Gassi gehen. Muss ich auch wieder so lachen. Die kannte ich, mit der bin ich nicht so gut, aber wir reden normal, wenn wir uns treffen. Hallo und kleinen Schnack und das war's. Und weil die so eine Doppelmoral hat, da stehe ich gar nicht drauf. Und die hat eine Freundin mitgehabt, die kannten eben halt Woody, den einen Hund, den ich habe. Und der hat dann immer geknurrt, wenn sie ihn gestreichelt hat, so, aber lieb, ne? Jetzt nicht so oft böse. Und dann sagt sie so: Ja, nee, Ingrid, das macht er nur, um zu zeigen, was für ein geiler Hengst der ist. Ist er ja endlich mal jemand, der Ahnung hat von unten, ey. Ist wirklich so. Machen wir den Kartoffeln.
Finden wir nicht zum Rezept. So sieht's aus. Ja, was, nach was für Rezepten suchst du denn? Kannst du mir nicht mal deinen normalen Namen sagen? Hast du nicht Komplexe, wenn man 20 cm hat? Beziehungsweise muss man sich profilieren? Sorry, aber da bin ich immer ein bisschen böse. Diese Penishengste, das ist nichts für mich. Warum sind die so grün? Die waren doch eigentlich sogar noch in der Sonne, die Kartoffeln. Wo habe ich die denn jetzt hin, mal eben so? Oh, das ist irgendwo Zwischenlage. Oder soll ich die auch reiben, gleich mit rein? Warte mal, wir gucken mal. Also die meisten Rezepte hole ich bei Chefkoch. Ich ändere aber auch super viel ab und mache auch eigene Rezepte meistens. So, was ist jetzt mit den Kartoffeln? Kartoffeln schälen, alles in der Gewürz... Ja, okay, auch reiben. Oh, super. Wie bitte, was habe ich denn jetzt gesagt? Weiß ich auch nicht mehr. Meine Frisur ist heute richtig schlampig, genau. Ich weiß auch nicht, was habe ich denn jetzt gesagt? Ach so, wenn dein PC... Ah, okay, wenn dein PC den Geist aufgibt. Okay. Das ist immer mein größter Horror. Naja, gut. Aber ich habe hier jetzt ja zwei, ne? Ich meine, der Wert allein schon, der wird einem übel, ey. Kannst du schon eine Rolex von kaufen. Der Wahnsinn. Was ich für Streaming ausgebe, ne? Nur weil es ein Hobby ist. Der Wahnsinn. So, jetzt gehen wir auf die Pirsch und fragen uns, wie heißt 20 mit vernünftigen Namen? Ich meine, das wären ja viele Kartoffeln, die ich dann reiben muss, ne? Ja. Was für eine Arbeit heute schon auf dem Sonntag. Das ist unglaublich. Ja, komm. Also ich weiß auch nicht, was ihr mal sagt. Mein Essen wird meistens gut. Aber bis auf das Desaster mit dem Grünkohl, was verbrannt wurde. Das heißt ja nicht, dass es geschmacklich schlecht war. Wenn es nicht verbrannt gewesen wäre. Ist halt, ja. Ich habe aber, auf YouTube gesehen, das fällt mir jetzt gerade ein, rum besteht, wo du das gesagt hast. Ich habe aber jemanden gesehen, der kocht noch schlimmer. Also es gibt jemanden, der, ich will jetzt nicht nach einem Namen nennen, aber da musst du schon echt lachen, wenn der kocht. Das ist der Hammer. Ich nenne jetzt mal nur ein Beispiel, ne? Der hat gesagt, er macht Sushi. Weißt du, was er macht? Er nimmt einen fertigen Pfannkuchenteig, brät die und packt da drauf Wurst. Aber so richtig Dickfettwurst, ne? Nicht nur mal ebenso Wurst. Und rollt die zusammen und macht da so eine kleine Röllchen aus. Und das nennt der asiatische Sushi. Alter, ich habe auch einen Krebs gekriegt. Und dann sagst du, dass ich nicht vernünftig koche. Torben? Wir nennen ihn jetzt Torben. Es geht wieder noch um Fortpflanzungsorgan. Schubladendenken? Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber wenn man sich so nennt, hat man meistens immer irgendein Defizit. Ach, die Gurken. Ach, das ist richtig krass. Als wenn. Als wenn. Naja, komm, du willst jetzt nicht sagen, dass der Name nicht trollt, oder? Ich kotze gleich. Ihr seid zu herrlich. Ist ja schon wieder sehr unterhaltend heute. Jetzt fehlt nur noch Naomi in der Runde und dann muss ich euch gehen lassen, ey. Ich glaube, reinweise Timeouts. Gabi? Ja, zu herrlich, ey. Naja, also wie gesagt, man darf sich nicht wundern. Ich mag auch keinen Schubladendenken. Aber man muss sich nicht wundern, wenn man so einen Namen hat, dass eben halt immer wieder die Leute drauf, ne? Es ist halt trollmäßig. Behaupte ich jetzt mal, ne? Ob es so ist, ist eine andere Sache. Warum habe ich auch die erdenklich kleinsten Kartoffeln dafür gewählt, um Rösti zu machen? Ich schreibe halt heute gerne, ne? Es reibe die Lotion.
weiß immer noch nicht, was für Rezepte ich jetzt nun empfehlen kann. Welche Richtung? Ich habe letztens das Dinkelnudelmehl-Rezept weitergegeben. Weil das ist ja nun echt ein 1A-Top-Rezept. Das ist der helle Wahnsinn. Das sollte man auf jeden Fall nachmachen. Vor allen Dingen auch nicht schwer. Ich meine, klar, man muss sich ein bisschen Mühe machen, aber den Teig zu kneten, mein Gott, muss man ihm halt mal ein bisschen Kraft aufwand machen. Das ist wie Sport. Und dann lässt man ihn ruhen und das war's. Und danach knetet man weiter. Man ist nur am Kneten. Was ist daran so schlimm? Das ist doch keine Arbeit. Ich sehe schon meine Fingernägel heute wieder ab. Ja, der ist eh lang. Ich muss sagen, aber ich bin mit meinem PC echt zufrieden. Rumpelstilzchen von Mifcom. Also ich will mich, da ist das Placement an der richtigen Stelle, würde ich sagen. Von den Jungs auf YouTube. Nennen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall, dieser Typ, ne, der kocht wirklich andauernd so eine Sachen, ne? Wo du dir denkst. Ich habe das auch nur mitbekommen, weil jemand drauf reagiert hat. Ich gucke ja eigentlich nicht unbedingt so viele Reaktionsvideos, aber bei manchen gucke ich es gerne. Das ist einfach zu lustig, wenn du dazu guckst, wie dieser Typ kocht, Alter. Und dann nennt er sich noch... Naja, das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ist auch nicht böse oder sowas. Überhaupt kein Hate. Aber das ist auf jeden Fall Unterhaltung. Das kann man sagen, ne? Ernsthaft? Ist das so? Aber sind nicht die meisten Gurken länger als 20 cm? Naja, gut, okay, wenn man schummeln will, dann sortiert man die. Ja, jetzt verstehe ich auch. Ein paar GTI-Fahrer ärgern. Aha. Ja, auch die fahren langsamer. Zu teuer. Die blechen mehr als für dein Auto. Nichts gegen die GTIs. Obwohl, ich würde immer noch wieder ein Peugeot kaufen, ne? Nein, ich habe nicht gesagt, dass du ein Troll bist. Nur ich habe gesagt, dein Name trollt andere. Oder nennt man das so? Also er regt auf jeden Fall dazu an, dass andere das falsch verstehen und animiert, darauf einzugehen. Nennen wir es mal so. Sehe ich anders? Naja. Komm, wir haben auch gleich daran gedacht. Wer denkt denn nicht daran? Also, wenn du mich ein bisschen kennen würdest, würdest du wissen, dass ich der absolute Gegenteil bin von Oberflächlichkeit von Menschen. Ich hasse diese Oberflächlichkeit. Das ist, ich kann dir das perfekte Beispiel, oh, da bin ich ja wieder drin in der Materie. Perfektes Beispiel, ich habe einen Hund hier, der trägt einen Maulkorb, weil er mich ärgert meistens. Nicht die ganze Zeit, aber... Er trägt einen Maulkorb, weil er alles vom Boden frisst. So. Was meinst du, wie die Leute immer drauf reagieren, wenn sie den Hund sehen? Ja. Oberflächlich. Die sagen, oh, armer Hund und oh, beißt dieser Hund und oh. Ja. Zum Kotzen ist das, so ehrlich. Ich kriege jedes Mal eine reinhauen dafür. Ey. Deswegen bin ich auch gegen die Oberflächlichkeit. Aber das Problem ist, wenn man sich der Gesellschaft anpassen will, ich nicht, dann muss man anscheinend den Gedanken folgen, also. Nee, ich garantiert nicht, Alter. Dann bin ich halt gesellschaftsunfähig. Sie lügt. Was? Rumpelstilzchen, du bist der Erste, der daran gedacht hat, an die 20 cm. Erzähl nicht. Sorgt auf jeden Fall für Gesprächsstoff, dieser Name. Ist doch schon mal was. Wird nicht langweilig hier. Wo sind die anderen eigentlich, apropos? Ey, seitdem wieder die meisten arbeiten sind, ne, es ist schon wieder Ruhe hier im Stream zum Kotzen. Geht doch mal nicht arbeiten, ne. Ich mache immer nur so ein paar Kartoffeln und dann reibe ich weit. Bin bescheuert.
Die sind auch zu klein. Aber sie müssen weg. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich heute echt hart gearbeitet habe für mein Essen dann. Das ganze reine Scheiße hier. Ja, auf jeden Fall ist es nicht angenehm. Aber ich sag's dir, 80% der Leute denken, wenn sie diesen Maulkorb sehen, der Hund beißt oder der arme Hund. Das ist das, was die Leute denken. Obwohl sie die Fassade dahinter nicht kennen. Der Hund würde alles andere als beißen. Im Leben nicht. Dabei ist der andere viel mehr Giftzwerg, den ich habe. Der würde eher beißen. Aber ich habe meine Männer schon gut im Griff hier. Es läuft. Dass ich keine künstlichen habe. Ich brauche ja 3 Jahre, bis ich fertig bin. Ne? Naja, so kann man auch den Stream ausfüllen, ne? Ich hatte schon erst überlegt, wenn ich nicht einkaufen kann, ob ich Just Chatting heute mache, ne? Weil es ja so gewünscht ist. Aber, nee. Ich wollte sagen, ich wollte mich dafür ein bisschen hübsch machen und so. Ich stehe hier wie der letzte Bauer, ne? Ach, ihr kennt das nicht anders von mir. Erwartet doch nicht immer was, dass ich aussehe wie eine Prinzessin. Das sind die besonderen Tage. Und ich, ja. Ah. Habt ihr nicht von einem Biomüll? Doch, Maulkorbpflicht gibt's. Aber kommt drauf an, in welches Bundesland, ne? Es gibt doch nicht für alle Hunde Maulkorbpflicht. Nein! Das ist doch völliger Schwachsinn, sonst würde ja jeder Hund mit Maulkorb rumlaufen. Redet ihr jetzt von Kampfhunden? Nein, auch da nicht. Also hier zum Beispiel ist keine Maulkorbpflicht. Aber in Hamburg glaube ich schon. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß, dass es auf jeden Fall von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Wieso, hast du einen Kampfhund oder was? Ja, aber Sam ist kein Kampfhund. Der ist ein Golden Retriever. Also, das ist alles andere außer Kampfhund. Kuschelhund, ja. Kuschelkampfhund. Check mein Instagram aus. Es gibt keine Listenhunde mehr? Nee? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich nicht so in der Materie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nur, dass die Hunde hier, ob jetzt Pitbull, Staffordshire oder keine Ahnung, Mastiff, ich kenne hier einige in der Gegend, die haben welche. Die sind alle ohne Maulkorb. Ja, von mir aus muss auch ein Hund keinen Maulkorb tragen, denn dann der Besitzer. Wenn er ihn falsch erzogen hat. Aber es geht ja auch schon meistens da los, ne? Ich kenne genug hier, die ihre Hunde definitiv nicht im Griff haben. Leider. Ich denke immer nur an meine Zeiten, Alter, wo Tutti noch war. Ich denke mir, mein Gott, Tutti war sowas von gut erzogen, Alter. Die hat zwar andere Defizite gehabt, aber... Da habe ich schon gute Leistung vollbracht, ey. Und was habe ich hier für ein Gesocks? Muss ich erst erziehen. Ja, ein bisschen muss der Hund schon funktionieren, ne? Öffentlichen Geländen? Ja, ja. Das habe ich noch nie gesehen, dass da ein Schild für Maulkorb ist. Noch nie. Blue Lion Pitbull, sind das die mit diesen blauen Augen da? Diese hellbraun? Naja, das Ding ist, hier ist keine Maulkorbpflicht, das weiß ich. Ich habe mich schon mit einigen unterhalten, die hier auch Kampfhunde haben. Nette Menschen, also nicht so Assis. Ein Kampfhund ist nicht gleich Kampfhund. Das ist immer als eine Erziehungssache, ne? Aber ich weiß ja nicht, gibt es den Wesenstest noch? Nee, ich habe auch noch nie ein Schild mit Maulkorb gesehen. Wie gesagt, vielleicht ist es in anderen Bundesländern anders. Ich habe keine Ahnung. Aber hier definitiv nicht. Und auch nicht in Hamburg.
Definitiv nicht. Ja, sag ich ja. Das ist jedes Bundesland anders. Ich weiß damals wegen dem Wesenstest, in Hamburg gibt es den, glaube ich, noch. Hier wurde er abgeschafft in Schleswig-Holstein. Also es ist überall anders mit den Gesetzen. Das ist wie Corona. Wir haben auch einen Maulkorb. Hier nicht mehr, aber in Hamburg ist noch Maulkorbpflicht für Menschen. Schwarz mit blauen Augen. Wow. Hübschi. Ah, oh, dann wäre es ja mal interessant zu wissen. Also ich weiß ja nicht, wie die Preise jetzt so sind, aber vor 20 Jahren hat so ein Wesenstest, ich glaube, 800.000 Euro gekostet. Wie viel kostet das jetzt? Würde ich gerne mal wissen. Das interessiert mich. Naja gut, ich würde lieber 10 Tutis bevorzugen. Also du kennst mich ja nicht, aber ich hatte Malteser. So eine kleine Fußhupe. Aber kein Kleffer. Ich liebe Malteser und mein Herz wird auch da immer hingehen. Also kein anderer Hund der Welt würde es eintauschen. Ich habe mal überlegt, was passieren würde, wenn diese Hunde, die ich hier habe, wenn irgendwas passieren würde und der Besitzer würde nicht mehr zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ich sie behalten könnte, ne? Muss ich ganz ehrlich euch sagen. Ich liebe zwar Tiere und Tierheim ist immer so letzte Lösung, obwohl das Tierheim hier in Hamburg, das in der Süderstraße, ist schon ein sehr, sehr gutes Tierheim. Ich kenne auch Leute, die hier arbeiten. Aber also Sam definitiv, den würde ich nicht behalten, Alter. Der würde, nee. Der hat jeden Tag in der Haare, Alter. Nee. Er liebt es zwar, hierher zu kommen, aber ich liebe ihn manchmal nicht. Der Böse. Alles falsche Erziehung, ne? Nee, sie muss es immer richten. Ja, man stellt sich so die Frage, aber ja, man will nicht drüber nachdenken. Besser ist. Ich kann nicht machen. Oh, warum mache ich sowas? Der Scheiß rutscht doch immer weg. Raspeln ist Kaka. Raspeln ist Scheiße. Ich weiß ganz ehrlich gar nicht, ob ich den Kohlrabi noch mache, weil das schon so viel ist, Alter, was da drin ist. Und wir haben noch ein paar Kartoffeln, so ist nicht. Ey. Aber finde ich schön, dass du einen Hund hast. Das ist schon mal schön. Ich meine, okay, ich bin auch Katzenfreund, ne? Ich liebe auch Katzen. Ich habe ja mal drüber nachgedacht, eine Katze zu holen. Oh. So, Kartoffeln. 200 bis 300 Euro nur? Oh, dann war das früher aber mal teurer. Interessant. Ja, das Zertifikat, dann die Beamtengebühren und keine Ahnung was für Gebühren und Bearbeitungsgebühren und Gebühren über Gebühren. Ist ja immer so, ne? Antragkostfunktion. Geldmacherei. Wie teuer allein schon die Hundesteuern geworden sind, ne? Ich finde das frech. Weißt du, wie viele Hartz-IV Leute, denen es vielleicht mal ganz gut tun würde, ein Tier zu haben, damit sie auch rausgehen und dies und das. Gut, okay, sollte eigentlich kein Hund, Grund sein, aber wie viele Leute schon kein Tier mehr halten, weil es einfach zu utopisch geworden ist, diese Preise. Das ist der Wahnsinn. Aber andererseits gibt es immer noch genug Tiere, die Leid mitbekommen müssen, weil, ja, entweder sie landen in Mülltonnen oder es ist einfach traurig. Oder ein Tierheim, Tötungsstation, keine Ahnung wo. Obwohl ich manchmal nicht weiß, was ich davon halten soll durch diese ganzen Rettungsaktionen. Ich finde es ja eh schon schlimm, wenn die Leute auf den Polenmarkt gehen und da irgendwelche Hunde kaufen. Weil es unterstützt die Sache definitiv enorm, dass die weitermachen. Aber wie soll man das sonst stoppen, ne? Das ist so die Frage. Schwieriges Thema, finde ich. Kartoffelhände habe ich. Reicht für sowas? Ja, aber ich dachte, es wäre ehrlich gesagt teurer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, ich kannte mal jemanden damals, der hat für sein,
Ich glaube, Mastiff war das. Oder war es Pitbull? Nee, Pitbull nicht. Der hat auf jeden Fall für seinen Hund Klöten bezahlt, ne? Das glaubt ihr nicht. Der hat für die Hundeklöten 800 Euro bezahlt. Fällt mir sogar schon eine Kette runter hier. 800 Euro. Für Klöten, für Unechte. Das ist, ja. Nur weil die Männer, ja, wegen den Eiern. Man kann es auch übertreiben, ey. Dafür eine OP ist völlig geisteskrank. Und der war 12, ne? Und der ist auch steinalt geworden, komischerweise, für so einen Hund. Aber, ja. Der war auch eine liebe Seele, ey. Total charakterlieb. Dieser Hund. Ja, ich habe ja auch so einen Straßenhund hier. Ich weiß gar nicht, wo die kommt, glaube ich, aus Bulgarien oder Rumänien irgendwo. Ja, Leute wollen immer was Gutes tun und die Tiere retten, ne? Aber im Endeffekt, das wird sowieso nie aufhören, die ganze Scheiße. Weil in manchen Ländern einfach ein Tier keinen hohen Stellenwert hat, ne? Es ist eher wie ein Gegenstand. Es ist kein Lebewesen so mäßig. Und so behandeln die Leute ja Spanien, bestes Beispiel. Als Welpe dann, wenn es nicht mehr gut ist, dann auf die Straße setzen. Ist halt die Mentalität, ne? Da kannst du nichts gegen machen. Die Leute sind so. Naja, gut, Moment. Es ist ja jetzt aktuell ja auch so, dass aufgrund von Corona sich jeder Hans und Franz ein Tier geholt hat. Und dann wieder grenzdebil. Fällt dann den Leuten ein, oh, ich muss aber doch irgendwann wieder arbeiten gehen. Ja, was machen sie dann mit dem Hund? Ab ins Tierheim. Super. Ganz toll. Was für Preise aufgerufen werden, weil sich jeder Dödel einen Hund kauft. Es ist einfach nur noch traurig. Und deswegen, überlegt mal, diese Pomeranien, ne? Ich würde mir so einen Hund nie holen. Aber die sind ja arschteuer im Internet, ne? Alter, die sind sogar mittlerweile in den Tierheimen. So einen Hund hättest du damals da nie gefunden. Aber weil einfach zu viel. Ja, ich weiß, rechtlich gesehen, das weiß ich, weil ich mal von den Bullen angehalten wurde, weil mein Hund nicht angeschnallt war. Finde ich auch unverschämt. Warum ist ein Tier ein Gegenstand? Verstehe ich nicht. Ein Tier ist ein Tier, ein Lebewesen und nicht ein Gegenstand. Will ich nie verstehen, diese Justiz. Naja, auf jeden Fall ist deswegen A, der Markt so hoch von den Preisen und B, explodieren auch deswegen alles. Und Hundesitterjob ist ja im Moment gefragt wie sonst was, weil den Leuten, denen noch ein bisschen was am Tier liegt, die lassen den Köter nicht den ganzen Tag alleine zu Hause. Ich letztens hier mit einem Gärtner unterhalten, der hat gesagt, der wird, weil er sucht eine Wohnung. Ich sag da, über mir wird doch frei, hast du nicht mal gefragt und so? Weil mein Vermieter ist ja auch sein Chef. Er sagt, du willst nicht, dass ich über dir wohne. Ich sag, wieso? Ja, die Hunde kläffen den ganzen Tag. Ich sag, warum? Ja, weil ich den ganzen Tag nicht zu Hause bin. Unmenschlich. Unmenschlich. Habe ich ihm auch gesagt. Ich sag, das finde ich nicht in Ordnung. Ich sag, dann müsstest du in die Tasche greifen und einfach mal einen Hundesitter dir engagieren. Fertig. Ich habe das auch damals gemacht. Ich finde es unwürdig, das Tier den ganzen Tag alleine zu Hause zu lassen. Mal, okay, aber nicht jeden Tag. Sorry, also. Das ist quasi, wie du schon sagst, wie ein Gegenstand, was man beiseite stellt für 10 Stunden und dann kommt man wieder nach Hause und dann möchte man, dass der Gegenstand das bespaßt. Ja, nee, sorry, dann hol dir einfach einen Tamagotchi, aber nicht ein Tier. Also bei sowas werde ich echt grantig. Also, diese scheiß Fliegen, ja. So, wir haben es bald geschafft, endlich mal. Noch Zeit. Vier Kartoffeln noch, ne? Oh, ich hab so viel. Ich glaube, ich mach den Kohlrabi nicht noch. Ist zu viel. Oder? Nee, ist zu viel. Die ganze Schüssel ist schon fast voll. Meine Hände tun auch schon weh, dieses ganze Gerubble. Kommt ja noch ein bisschen was rein, so ist ja nicht. Irgendwas mit Quark und so. Ich habe noch nie so Röstis gemacht, keine Ahnung. Wir testen alles aus, ne? So.
Ja, das ist ein Thema, wo man echt sich auseinandersetzen kann. Ne? Ja, es ist vor allen Dingen von irgendwelchen alten Säcken, die sowieso nichts mehr an Leben mit zu tun haben. So werden die Gesetze entworfen. Geh weg. Ja eben, mir würde auch das Herz bluten, wenn ich meinen Hund... ich war ja 10 bis 12 Stunden manchmal unterwegs mit Anfahrt zur Arbeit und so, damals als Maler. Da lasse ich doch nicht meinen Hund alleine zu Hause. Ich meine, die hat kein Problem, mal 8 Stunden zu Hause war kein Problem. Aber auch 10 Stunden wäre kein Problem gewesen. Aber das tut mir weh im Herzen. Also sowas kann ich nicht. Nee. Die wird auch auf Dauer gesehen, hätte sie die Depression gekriegt, wenn ich das jeden Tag gemacht hätte. Nee, das tut mir nicht. Ah, was machst du denn beruflich? Ja, das ist doch so, das ist doch sehr praktisch, wenn du den Hund mitnehmen kannst. Ja, das ist sehr praktisch. Ich habe meinen Hund manchmal auch mit zur Arbeit genommen. Je nachdem, bei welchem Kunden ich war. Manchmal war es möglich. Vor allen Dingen, mein Hund ist ja kleines Handgepäck gewesen, 3 Kilo. Der war ja nicht gerade wirklich groß und konnte ihn überall mit hinnehmen. Das war sehr praktisch, auch vor allen Dingen mit in den Flieger. Deswegen ist sie auch viel gereist, mein Hund, damals. Wie alt ist denn dein Hund überhaupt? Ja, ich weiß, Rumpelstilzchen. Aber man muss ja jetzt immer auf die Zukunft sehen. Ne? Ich meine, im Moment machst du ja sehr viel zu Hause, ne? Aber Arbeit, man muss das immer vorausschauend denken. Ne? Macht man was, wo man den Hund mit einbinden kann oder eher nicht? Zum Beispiel, ich hole mir ja jetzt auch nicht fast 5 Jahre aus. Ich kann dir nur eine Versicherung empfehlen. Empfehle ich jeden im Moment. Also Versicherung ist, Krankenversicherung, ne? Das ist A und O bei Hunden, ey. Das lohnt sich sowas von. Guck mal, Rumpelstilzchen, du weißt doch. Also, ich will niemals nie sagen, ne? Aber es gibt 2 Gründe, warum ich keinen Hund nochmal hole. A, Holger lebt auch nicht mehr ewig. B, meine Tierärztin auch nicht. Das sind die 2 Gründe, warum ich keinen Hund nochmal hole. Weil das sind die 2 wichtigsten Ansprechpartner. Holger ist mein ehemaliger Hundesitter nochmal so. Nebenbei. Gut, okay, jetzt bräuchte ich keinen mehr, weil ich zu Hause bin, aber trotzdem, nein. Nee, es ist wichtig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das ganze Theater nochmal... Ich habe jetzt ja einen Welpen, ne? Ich meine, die Collie-Hündin ist jetzt 8 Monate. Aber, ist schon Action genug, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich das nochmal haben muss. Ich mag ja eher lieber ruhige Hunde. Aber, Welpe ist Welpe, ne? Du, die war eigentlich... Ja, eine kurze Zeit war sie... Nee, die mache ich nicht. Eine kurze Zeit war sie ein bisschen... Naja, eifrig nenne ich das mal jetzt. Wirklich übermütig war sie nicht. Sie hat auch mal ihre 5 Minuten gehabt, aber das war es dann auch. Aber es hielt nicht lange. Sie war eher ein ruhiger Hund. Ich mag lieber auch ruhige Hunde. Den ganzen Tag Action muss nicht sein. Ey. Gott sei Dank kann ich mir das aussuchen. Meine Männers hier. Komischerweise habe ich nur Männers, ne? Aber ich finde, Weibchen ist einfacher. Unkomplizierter. Vom Verhalten auch jetzt her, ne? Ein Rüde muss immer überall zeigen, dass er präsent ist. Gut, okay, Tutti war auch so. Du musst auch immer überall markieren, aber die war trotzdem, die hat nicht so ein Prollgehabe gemacht. Den ganzen Tag. Oh, ich hab's gleich geschafft. Yay! Yeah, ich hab's gleich geschafft! Aha. Die Hunde denken sich auch, sonst redet sie den ganzen Tag nicht. Auf einmal führt sie Selbstgespräche in der Küche ein. Digga, läuft. Letzte Kartoffel. Die muss ich erstmal rufen. Ganz dringend. Letztes Mal habe ich alles daneben geschmissen. Scheißdings da. Oh, ich habe es nicht gesehen. Ich fühle mich heute wie so eine 80-Jährige. Meine Güte.
Ja, und ich habe Glück gehabt, meine Fingernägel sind doch einigermaßen ganz geblieben. Ah, so. Die Tüte behalten wir noch. Tüte ein Jahr geworden, ne? Und packe ich den jetzt hin? So, das müssen wir das so abwaschen. Vorsichtig mit dem Messer. Weil, scharf. Ich weiß auch nicht, was ich hier veranstaltet habe, aber es stinkt. Warum auch immer. Boah. Gut, dass ihr das nicht riechen könnt. Uff. Komisch. Ja gut, ich habe die schon wieder länger nicht angehabt. So, mal kurz klar Schiff machen hier. Ein Schnürkeln und Lesen. Ich bin ja aber froh, dass heute mal ein bisschen mehr geschrieben wird. Das ist ja sonst auch immer so eine Sache bei euch. Runter. Was müssen wir gleich überhaupt machen? Müssen wir die Pfanne rausholen oder? Guck gleich mal. Kneten auf jeden Fall gleich. Das können wir auf jeden Fall auch gleich in den Geschirrspüler. Ja. Ich hasse das. Mindestens oben alles sauber. Unten reden wir nicht drüber. Da reden wir lieber nicht drüber. Mein Gott, ich werde Freitag drei Kreuze machen, wenn ich hier die Bude endlich mal saugen kann, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Weil Woody ist ja hier der haarige König, ne? Also der Haar, das ist unglaublich. Ich habe noch nie so einen Haar in den Mund gesehen. Der schüttelt sich einmal. Das kann man so, sogar draußen, wenn die Sonne scheint und so weiter, das kann man sogar richtig beobachten, wie wenn er sich schüttelt, auf einmal 10.000 Haare nach unten fallen. Ich weiß nicht warum, ob du den kämpfst oder nicht, ne? Das ist völlig scheißegal, der Haar trotzdem. Das ist der Wahnsinn. Das ist unglaublich. Na, schubsige ich doch lieber die nicht haarenden Hunde, also. Ja, man kann sich ja nicht immer das Elend immer aussuchen, ne? So. Mit O. Serve. Serve. Na, gucken, was wir da noch reinmachen müssen. Auf jeden Fall Quark. Das weiß ich. Ich habe extra welchen gekauft. Wunderbar. Trinken. Rauchen. Und das, ja. Ich glaube, ich muss den gleich nochmal anpfeffern und dann packen wir den wirklich in Folie damit und in den Kühlschrank, weil der wird wahrscheinlich zu warm sein und dann schwer auszurollen, der Teig. Also muss ich gleich euch nochmal kurz stummen, damit es nicht so laut ist für euch. Das Rotztuch. Wo ist dein Aquarium? Das stimmt. Ich meine, das kann auch sehr beruhigend sein, ne? Ja, trotzdem 11 Stunden auf Arbeit. Okay, ja gut, dann. Ja, ich finde es vernünftig, dass du dir dann keine holst, ne? Und wie steht's denn? Tausend Liter? Oh, das ist schon größer, ja. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, Rumpelstilzchen, dass du dich da vorsitzt wie so ein alter Rentner. Kenn ich gar nicht von dir. Piranhas waren so teuer. Sind die so pflegeintensiv oder? Der haarige König. Ja, nee, bei dir, der hat ständig Unterfell. Also das kannst du mir nicht erzählen. Ne? Der ist... Ja, der ist schon draußen. Zahlt ja auch keine Miete. Nein, nein, der haart immer. Wir haben ja noch Sam, der Golden Retriever, der haart zwar auch, aber nicht ganz so extrem. Den muss ich auch mehr kämmen und mehr bürsten, weil Frauchen ja zu bescheiden ist, meinen Friseur aufzusuchen. Macht auch wieder Jessie. Das macht ja sonst keiner.
Ja, und dann kriege ich alle paar Tage Honig ums Maul geschmiert. Wie toll ich das mache. Ja, super. Ihr könnt euch auch mal um eure Hunde kümmern, denke ich mir nur jedes Mal. Ah! So, Pfanne. Ich rühre mal da mal ganz kurz und pack den Teig da mal. Ich mache mal kurz das Mikrofon aus, damit es nicht so laut ist für euch. Wir können ja Zeichensprache machen, ist auch okay, oder? Ja, nein, also auf oberster Stufe funktioniert der Scheiß schon besser. Ich habe auch gedacht, vielleicht habe ich das falsche Rührwerk oder sowas, aber die anderen zwei wären ja jetzt ja auch nicht top. Aber es funktioniert auf jeden Fall besser. Es ist zwar nicht alles mitgerührt, ich werde da jetzt gleich nochmal mit dem Schaber rein, aber ja. So, jetzt ist wieder die Thematik hier. Ich bin noch nicht konform mit diesem Küchengerät, also... Wir werden uns irgendwann mal einig, aber noch nicht. So, ich brauche Frischhaltefolie. Das ist auch jedes Mal so ein Ding hier für sich. Auf jeden Fall auf höherer Stufe funktioniert es besser, dass alles, auch alles vom Rand weggeht. Haben wir schon fast gedacht. Ja, und wie geht das jetzt hier raus? Mano. Also, dass der C ist, der Teig, das wurde ja geschrieben. Also auch immer erst alle Rezepte testen, ne? Ob sie gut sind oder nicht. Ich bin eigentlich der Rezeptetester, ne? Weil die Bewertung ist, sagt ja auch nicht immer was aus. Bei den meisten Rezepten. Obwohl, also das Dinkelnudeln sind auf jeden Fall 1 plus mit Sternchen, ey. Das kann ich schon mal sagen, ey. Da lohnt sich auch definitiv nachzumachen. So, das Dinkelnudelrezept hat mich ja so überzeugt, dass ich sogar eine Nudelmaschine gekauft habe. Ich bitte euch. Also, wirklich. So, haben wir Frischhaltefolie überhaupt? Ja, ne? Nehmen wir welche? Ja, ne? Müssen wir eigentlich nicht, aber gut. Schema. Aber Platz im Kühlschrank ist auch wieder sehr lässt zu wünschen übrig. Nicht. Das ist Frischhaltefolie. Nein, mit diesen scheiß Kartons, das funktioniert jedes Mal nicht. Schon oft genug ausprobiert. Also er ist auch wirklich sehr zäh, der Teig. Aber er muss ja auch... Oh, es riecht so lecker. Alter, riecht das lecker, das glaubt ihr nicht. Diese Kombination, also egal wo, Reismehl, finde ich, riecht man überall. Aber Reismehl ist einfach geil. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist einfach mega, dieser Geruch. Ihr seht es ja selber, es ist noch zu cremig. Deswegen hoffe ich dann, so wie es da in dem Rezept auch steht, dass wir das, wenn wir das im Kühlschrank packen, definitiv besser wird. Sonst müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Mehl nehmen zum Ausrollen nachher. Das will ich eigentlich immer ein bisschen vermeiden, ne? Oh, was für eine Pampa. Durch mehr Rühren wird es auch nicht besser. Die Hörnchen. Es riecht so lecker, Alter. Ich werde den auf jeden Fall gleich mal kosten. Den Teig. Es fühlt sich an wie so cremiges Eis, ey. Konsistenzmäßig. Oh, ich habe keine Kraft, Alter. Die Kraft wird von den Hunden gezehrt, ey. Ich hoffe, dass Sam bald mal echt ein bisschen mehr abnimmt, ne? Weil diese 25... Naja, gut, okay, sagen wir jetzt mal 50 Kilo da hinter sich herzuziehen, ist echt nicht einfach jeden Tag. Das ist wirklich unglaublich zäh. Hier ist die Technik. Abschauen.
das funktioniert, hast du die nächste Frage, ja? Ja, und hatte ich euch jetzt die Story erzählt mit diesem Golden Retriever-Welpe hier um die Ecke? Ach, kann ich mich jetzt mal aufregen, ey. Der lässt den Hund alles fressen und dann wundert er sich, irgendwann wird er so einen richtigen Terrorhund haben, der alles vom Boden isst. So wie Sam. Und darüber macht man sich dann noch lustig, in Anführungsstrichen. Ja, nee, ich weiß nicht, was daran lustig ist. Erziehung sollte im Welpenalter das A und O sein und nicht umgedreht. Der geschmeidige Teig kommt geschmeidig im Kühlschrank. Gucken wir mal, was damit passiert. Wenn nicht, Mehl. Bärlauch. So, probieren. Oh. Ja, es ist. Brauche ich nichts zu sagen. Das schmeckt so ein bisschen, weiß ein bisschen, woran mich das erinnert. An Grießpudding. Komischerweise Grießpudding, ja. Schmeckt so ein bisschen so. Da ist kurz auf. Sag's euch. So, was brauchen wir denn jetzt für die Röstis? Gucken wir mal, was die Röstis brauchen. Ja, nee, deswegen ja Kühlschrank rollen. Ich kenne das ja schon, die Thematik. Aber wenn nicht, machen wir dann nachher noch ein bisschen Mehl mit zu. Mit Beinhalter. Das ist auch nicht schlecht. Weißt du, ich habe da schon wirklich einen Trick entwickelt. Zeige ich dir länger. Ja, also ich habe schon ganz gut Kraft dadurch in die Arme bekommen. Also den wupp ich. Das ist kein Problem. Oh, ihr Süßen nur. Das sagt alles, glaube ich. Alter, das ist ein Korsett, das kann ich mir anziehen. Aber es ist ja auch, ich demonstriere es jetzt mal, das ist ja auch damit, ihn erstmal A zu halten und B, wenn er die Treppen nicht mehr hochkommt, damit man ihn festhalten kann. Also das ist so ein Militärding. Das gibt es auch in Tarnfarben und so, aber das funktioniert echt gut. So, und ich mache das so mittlerweile, dass wenn ich gehe, früher habe ich da immer den Hund so hinter mir gezogen, ne? Mittlerweile halte ich die Leine hier und ziehe ihn mit der Hüfte. Da habe ich weniger Kraftaufwand. Das funktioniert ehrlich gesagt ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich muss ihn ja auch nicht immer ziehen. Manchmal läuft er ja auch von alleine. Aber gerade anfänglich, ja, muss man ihm immer einen Stoß geben, weil er ein fauler Sack ist. Aber wenn er noch 10 Kilo abnimmt, dann wird das alles irgendwann kein Problem mehr sein. Nur 10 Kilo ist halt 10 Kilo, das ist nicht mal eben so. So schnell nimmt der Hund dann auch nicht ab. Ja, eben. Nee, so viel schwitzt er auch nicht. Wie gesagt, wenn man den Hund kennt, dann weiß man auch, wie das ordentlich funktioniert. Weil wenn ich mit ihm laufe zum Beispiel, wir haben heute sehr hundelastige Themen hier, ne? Wenn ich mit ihm laufe und ich weiß ganz genau, wo seine Grenzen sind. Also ich mache so lange, bis er nicht mehr kann und dann kann ich entspannt auch seinen Maulkorb abziehen und dann habe ich meine Ruhe. Dann macht er auch keinen Faxen mehr in jeder Hinsicht. Dann ist er nämlich fix und fertig. Und ich weiß ganz genau, wann der Punkt ist. Und da er eh schlecht Luft kriegt durch das Fett, was seine Lunge umschlingt, hat er eh Probleme mit dem Atmen. Und dadurch ist er auch schneller fix und fertig. Aber er muss halt laufen, sonst nimmt er auch nicht ab. Er muss Kraft haben. So, eine kleine Zucchini, ja, mit drin. Kartoffeln, bla bla. Zwiebel? Tatsächlich? Okay. Ja, dann müssen wir noch eine Zwiebel schneiden. Das ist ja sehr praktisch. Müssen wir es nicht alles vermengen? Alles miteinander. Zwiebel abziehen und hacken. Alles miteinander vermischen. Gut ausdrücken und mit den Eiern verrühren. Mit Salz und Muskatnuss würzen. Bärlauch waschen, trocken schütteln. Bärlauch waschen, trocken schütteln und sehr fein hacken.
Ah, okay. Also ich glaube, das kommt nicht mit dazu. Wieso? Ach so. Okay. Also wir nehmen den Frischkäse mit dem Bärlauch. Also der Bärlauch wird eher so als dazu serviert. Okay. Ich dachte, das wäre mit Bärlauch. Wieder falsch gelesen, wie immer. Ja, in der Tat. Ja gut. Dann machen wir natürlich Zwiebeln, gar kein Problem. Und den Bärlauch gleich waschen. Ich mach den mal kurz nass. Waschen, schütteln, was ist das denn für eine Anleitung? Schere. Küchenhelfer von Edeka. Muss ehrlich sagen, da hätte ich mir auch eine fertige Creme kaufen können. Ne? Ja, aber ist gut, wir machen wir selber. Ist ja gut. Ich glaube, Bärlauch habe ich so frisch auch noch nie verarbeitet. Bin mir nicht ganz so sicher. Richtig gut. Natürlich. Was hat das für einen Sinn? Muss man den schlagen? Ich mache mich selber nass dabei, ja. So, Zwiebeln. Ja gut, ich glaube, das Rezept kann man schon individuell machen, ne? Können ja auch die Creme eigentlich. Muss ihr weg. Weil ich denke mal, das macht jeder anders nach seiner Fasson. Wo ist denn jetzt? Ich habe übrigens auch immer noch nicht die Pizza von letzter Woche gemacht, ne? Ist noch haltbar, habe ich mir gedacht. Oh, die Zwiebeln sind im Teig. Schon da suchen hier. Ja, dann nehmen wir die fette Zwiebel, die stört sowieso. Die fette Zwiebel. Ja, dann können wir auch den Zucreme nehmen, wenn es noch haltbar ist. Feinwürzige. Gucken wir lieber nicht aufs Datum, wie immer eigentlich. Warum gucke ich überhaupt? Obwohl, letzte Woche habe ich schon wirklich echt sehr geschwitzt, ne, mit den Eiern. Da muss ich sagen, da habe ich schon echt geschwitzt. Das war wie russisch Roulette. Ich bin mal gespannt, ob ich auch mal irgendwann im Krankenhaus lande. Deswegen. Gut, da brauchen wir dann ja auch nicht so viel zu machen, außer würzen. Ich mache die Gewürze jetzt auch gleich mal in die Rösti schon mal von vornherein rein, weil wenn ich da gleich rumkneten muss, ne? So, und zwar Muskatnuss. Deswegen haben wir sie auch gekauft. Habe ich davon jetzt eigentlich noch was übrig bei Ihnen? Nee, ne? Paprika? Nein. Von den alten Gewürzen meine ich jetzt, ne? Muskatnuss. Salz, Pfeffer natürlich, logisch. Das Ding ist, man ist mal zu geizig, so viel für Gewürze auszugeben, aber im Endeffekt halten die doch arschlange, ne? Salz. So, dann können wir nämlich das eine Gewürz mal ein bisschen loswerden. Hier beim Dings brauchen wir mit Salz nicht zu sparen, weil die Zucchini schluckt auch unheimlich viel Salz. Also da mache ich ordentlich Salz rein. Ich weiß, für euch sieht das wieder 10.000 Mal viel aus, aber es ist nicht viel. Sondern nehmen wir dieses hässliche Grillgewürz-Scheiße da. Die ist noch nicht mal auf, ey. Okay. Ich dachte, die wäre schon auf. Na dann. Müssen wir alle machen. Ist ja mit Paprika. Okay, gut. Das ist nicht gewollt. Hierfür nehmen wir dann das andere Pfeffer. Machen wir also gleich mit dem Bärlauch. Erstmal Zwiebel und dann machen wir da die Eier rein und den Rest. Ich weiß noch nicht, ob die zwei Eier reichen. Ich denke mal, ich werde drei Eier reinmachen, weil das ein bisschen zu viel ist und die Eier sind ja da, um alles zu binden. Kennen wir ja, ne? Die Eier binden immer alles. Oder wir binden die Eier ab. Ja. Ah, so schlecht, Jessi, du. Ich habe wieder stinkende Hände gleich.
So, beruflich, genau. Da waren wir stehen geblieben. Ich lese gleich. Geh mir doch nicht so auf den Sack jetzt hier, Zwiebeln. Ist aber auch ein bisschen nervig, ne? Resistent. Ja, jetzt genug Zwiebeln. So. Zwiebel. Ja, Zwiebel ist auch gesund, ne? Und stinkt schön an den Fingers. Den Pflückchen im Wald? Ja, ich glaube, den gibt es bei uns auch. Hast du gesagt, was du jetzt beruflich machst, oder habe ich schon wieder Alzheimer lässt grüßen? Ja, Bärlauch ist, aber ich kann Bärlauch immer nicht unterscheiden. Ich weiß auch, ich habe auch schon mal Wilden in der Natur gepflückt, aber ich weiß immer nicht, wie, ja. Geh weg. Das ist genauso, wie ich weiß, wie man Zwiebeln vernünftig schneidet. Aber gut. Was ist eigentlich, wenn man Zwiebeln mit der Reibe macht? Das ist so die Frage. Der Fragen. Ich muss gleich wieder abrutschen. Ich sehe schon kommen. So, das nicht. Sollte klein genug sein. Ist aber ganz schön viel Zwiebeln, ne? Mein Gott. Das wird ordentlich Furzi geben, glaube ich. Next. Oh. Alles daneben. Bin mal gespannt, ob wir die Hörnchen gleich rausgerollt kriegen. Also wenn man sieht, wie ich mit dem Messer umgehe, weiß man definitiv, ich bin kein Koch. Gott, wenn ich eine Lehre machen müsste, ne? Alter, geisteskrank. Da wird einem ganz übel, du. Ich glaube, der Koch, der mir eine Lehre geben würde, der würde echt verzweifeln. So. Eiers. Wasche ich gleich ab. Eiers! Brennt auch gut wieder in den Augen, ne? So, ich mache drei ein. Rein. Bitte ohne Schale, danke. Ich glaube, das ist nicht mehr gut, das Ei. Gut. Was ist da denn passiert? Ich gucke immer vorher rein, eigentlich in die Verpackung. Gerade wegen kaputten Eiern, aber irgendwie ist mir das vielleicht kaputt gegangen. Wie auch immer. Es ist jetzt drin. So. Salz, Pfeffer, bla, haben wir alles. Bärlauföl, bla. Doppelrahm, Frischkäse, ja, für den Dings. Und ja. Das war's eigentlich. Senf. Eine Minute Senf. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich deswegen extra den Dings aufmache. Mein Edelstahlseife ist weg. Ich muss mal kurz. Hier schlaft, ne? Habt ihr es gut? Ich wäre auch gerne ein Hund. Mein Gott. So, ich will nicht die ganze Zwiebelscheiße an meinem Küchentuch haben. Also reiben wir und reiben. Also das wären ganz schön viele Röstis, ne? Ich bin am Überlegen, ob ich überhaupt alle mache. Weil ich kann alles rein theoretisch nochmal in den Kühlschrank packen und morgen nochmal braten. Das ist wunderbar. Seid ihr eingeschlafen oder was ist da los? Irgendwas fehlt. Was fehlt? Senf. Wir haben doch auch Senf. Ich dachte, ich müsste die neue Tube aufmachen. Gut, dann können wir da nachher jetzt anfangen zu rühren. Hände sind ja gewaschen, habt ihr ja gesehen. Dann vermengen wir mal die Note Senf mit rein.
Ist ja auch interessant, Senf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich hätte ich jetzt noch so, weil wir haben ja mal Möschlems gemacht, oder wie die dann nochmal heißen, diese türkischen Zucchini-Puffer. Die habe ich ja immer ein bisschen mit Mehl gemacht. Also Mehl, Zucchini und Ei. Und das wird so ein bisschen teigartig, ne? Aber hier sieht das jetzt gerade auch so ein bisschen aus, aber ist es ja nicht. Hier ist ja kein Mehl drin. Aber es sieht gut aus. Kann man so machen, glaube ich. Gut. Was für eine Pampe. Dann machen wir mal die Pfanne an, ne? Irgendwo muss ich das mal abstreifen hier. Es sieht aus. Ach, wieder Hände waschen. Das ist der Wahnsinn, hier mit den Händen waschen. Ne? Brett waschen, Gieß waschen, das waschen. Ach, waschen, waschen, waschen. So. Mit O. Seid ihr schon fertig mit Essen oder was ist da los? Das Öl übrigens habe ich letztes Mal entsorgt. Das haben wir jetzt ja natürlich nicht mehr. Ich bin gerade überlegen, was wir nehmen zum Braten. Ja, geht fit. Ich hasse es, wenn du dann auf der Couch bist und die Hände riechen so nach Zwiebeln. Das ist. Wir könnten auch Kokosöl nehmen eigentlich, ne? Aber ich bin am überlegen, was für Öl wir nehmen. Wir hätten ja noch den Butterschmalz, aber ich glaube, ich mache mal die Greenness weg. Die wird eh nicht reichen. Das weiß ich jetzt schon. Oder wir nehmen doch Öl. Es muss ja da drin schwimmen und so ein bisschen frittiert werden, bratenmäßig. Ne? Wir nehmen Öl. Wir nehmen Öl. Ich mag eigentlich immer nicht so gerne Öl nehmen. Aber gut, wir nehmen Öl. Das Ding ist, es muss auf jeden Fall Temperatur haben, weil sonst haben wir wieder das Pech, dass sich das wieder alles voll saugt und wir da richtig Theater drin haben. So, Creme. Die können wir nachher auch super dann wieder in den Kühlschrank packen. Na, Sammy? Ja, Bärlauch schneiden. Müssen wir eh warten. Habe ich angemacht? Ja, ne? Nicht, dass der Platte nicht an ist. Das wär's. So. Da dürfen wir nicht vergessen, daher noch den Teig aus dem Kühlschrank zu nehmen. Ne, ich beinahe vergessen. Ja, ich bin nicht so gut im Hacken, ne? Das Messer sollte schon einigermaßen scharf sein, damit die ätherischen Öle drin bleiben und so. Wenn das Küchenbrett grün ist, ist nicht gut. Wie das knirscht. Ich weiß gar nicht, ob man den Stiel so mit isst. Ich denke nicht. Wir haben ja auch mehr als genug Bärlauch, ne? So, Stiele nein. Stiele nein. Da ist ein Stiel. Nicht ein Stiel, sondern ein Stiel. Ja, so scharf ist das Messer jetzt auch nicht. Könnte schärfer sein. Muss ich gerade an diese Wippe denken, die letztes Mal. Ich habe die wirklich verschenkt, ne? Weil ich benutze sie dann im Endeffekt doch nie. So, reicht. Sehr kräuterlastig hier. Bärlauchmäßig. Muss ja auch ein bisschen fürs Auge, ne? Oh, ist aber scharf, Alter. Ist das scharf? Ja, ja, ja. Ist das super scharf. So, dann kann der noch ein bisschen ziehen. Wohin der zieht, weiß ich auch noch nicht.
Also Knoblauch braucht man definitiv nicht, weil Bärlauch ist ja auch ein bisschen knoblauchlastig, ne? Ein bisschen ist gut. Und schon wieder muss ich alles abwaschen. Aber ich glaube, jetzt haben wir es, ne? Mhm. Jetzt ist eigentlich alles fertig. Ich bin noch mit diesem Öl-Ding da nicht zufrieden. Ich weiß nicht, ob das zu wenig Öl ist. Chili Base. Ja, meine ich doch. Ach so, meinst du? Ja, das könnte ich auch machen, ja. Hast schon recht. Kann ich eigentlich auch machen. Das ist alles nur eine Platzfrage. Ob es dahin passt im Kühlschrank oder nicht. Ich habe auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, warum ich so viel eingekauft habe. Ich habe auf jeden Fall mehr als genug für die nächsten Tage. Und jetzt explodieren schon. Aber die Pizza habe ich ja auch noch. So Brot im Ofen. Was wird es denn jetzt, wenn es fertig ist? Jetzt kriege ich keine Antworten hier schon wieder heute. Nee, ich brauche nicht gucken. Ist noch nicht so warm. Ich spüre schon die Wärme, aber muss gut heiß sein. Teller müssen wir nochmal rausholen, ne? Ach, ich vergesse schon wieder die Hälfte. Ah, ja, das ist vernünftig. Na, dann magst du bestimmt auch Nudeln selbst. Ich preise das immer so an, dieses Rezept. Ja, ich esse zu selten Brot. Ich gucke gerade auf meine, das seht ihr nicht, ist hinter dem Kühlschrank, aber Toast und diese Toasties da, ansonsten, ja, selten. Ich weiß nicht warum, aber ja, selten. Sam, was passiert denn da? Warum guckst du immer raus? Na? Wo ist Woody hin? Kannst du mir das mal sagen? Der Hund wandert immer von A nach B, immer da, wo die Sonne scheint. Oh ja. Schon sehr warm, ne? Teller. Das Thermometer brauche ich nicht, also. Oh, zu warm. Das explodiert gleich. Ein bisschen zu warm. Das wird gleich gut braten. Ja. Nochmal ein Küchentuch raus. Los geht's. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Öl. Ich packe noch mal ein bisschen was drauf, weil es sowieso zu heiß ist. Da, weil die Mitte ja ein bisschen aufgewölbt ist und das dann nicht da so, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, los geht's. Natürlich wieder daneben. Ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht sollte ich die nicht ganz so groß machen, ne? Also eigentlich ist es doch nichts anderes als, ich dachte, das Rezept wäre irgendwie besonders. Ich bin mal gespannt, ob es im Geschmack überzeugt und ob man das irgendwie rausschmeckt, diesen Senf und keine Ahnung was. Das wird ja mal eine interessante Geschichte. Ob das was wird. Ich glaube, mit dem Teig müssen wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen Mehl machen. Also er wird schon härter, aber ich hole schon mal das Mehl raus. Ich muss knicken, Alter. Das wird so nichts. Ich weiß nicht, ob wir eigentlich haben wir nicht zu viel Milch reingemacht. Eigentlich nicht.
Oh, das ist eine ganze Kartoffel. Ich denke mal, die soll man ordentlich braten, ne? Wegen den Kartoffeln. Ja, ich esse gerne Nutella mit Toast und Butter. Ich habe nicht so viel Zucker drin, ja, ich bin ein Zucker-Junkie. Ein Leser-Thermometer wieder, ja. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, dieses Leser-Thermometer. Ich glaube, das war wegen dem Brateneimer. Was wartest du denn immer vor der Tür, Sam? Du musst gar nicht. Das ist eine Lüge. Ja, das kann jetzt dauern, ey. Aber man riecht auf jeden Fall diese Note von Senf. Das ist schon mal klar. Ja, okay, gut. Kann man, geht durch. Wie spät ist es überhaupt schon wieder? Nein, wir waren vor 3 Stunden draußen. Nein. Ich glaube, der guckt nur, weil er gerne in den Garten gehen möchte und da wieder alles aufsaugen möchte. Wie so ein Staubsauger. Kumpel, stehst du noch da? Bist du alleine für dich am Kochen oder... Wo sind die Leute heute schon wieder? Ich wundere mich wirklich. Es wird schon ein bisschen so goldbraun. Ich traue dem immer nicht, wenn die Kartoffeln nicht durch sind. Das ist immer so eine Sache, finde ich. Und er ist definitiv nicht ready zum Umdrehen gewesen. Ah, die fallen noch so ein bisschen auseinander. Ich darf die nicht zu früh umdrehen. Also der ist gut, aber die anderen zwei. Ja, gut. Waschen wir mal ein bisschen ab. Ich traue dem Braten nicht. Wenn irgendwas nicht durch ist mit Kartoffeln, bin ich da mal ein bisschen so skeptisch. Ich weiß auch nicht. Traue ich immer nicht dem Braten. Was wird oder nicht. Ups. Ja, deswegen sollte man eigentlich nicht mit Wassernähe Öl rumhantieren. Jessie macht es trotzdem. Wie immer. Ja, lieber, ich kenne das noch von diesem Möschlems da. Lieber brate ich das ein bisschen länger und nicht ganz so heiß, anstatt dass es so eskaliert und so. Weil dann wird das nicht gut. Wenn man das zu scharf andreht und so weiter, nee. Kann es knicken. Das Teil ist echt scheiße, ich sollte mal schnell gehen. Mann. KitchenAid, sag ich nur, ne? Wäre besser. Wenn man alles in die Geschirrspüle machen kann. Weiß auch nicht, ob sich diese Aufwand jedes Mal lohnt. Diese scheiß Küchenmaschine. Aber wir haben sie jetzt ja nun gekauft. Also nutzen wir sie auch. So wenig Platz. In meiner Spüle zu heiß in meinen Fingern.
sein. Brauchen aber wirklich lange. Zu ungeduldig. Und Hunger vor allen Dingen langsam. Könnte mal was essen. Ich habe nicht gefrühstückt, weil ich bin heute mega spät aufgestanden. Heute brauchte ich das mal. Es ist scheißegal, kennt ihr das eigentlich, dass wenn man so denkt, oh, es ist Montag, man hat keinen Bock auf Montag, dann kriegt man das eigentlich auch nicht weg. Obwohl Montag muss ich noch immer früh aufstehen, weil da ist nichts. Außer, dass wir das mit den Videos machen. Aber eigentlich nichts auszustehen. Ich denke trotzdem, dass Montag scheiße ist. Weiß auch nicht warum. Es geht nicht weg, dieser Gedanke. Montag. Dieser Montag-Gedanke. Oh, ich weiß auch nicht. Dass mal irgendwann weggeht. So. Also Fett und Öl. In der Nähe. So. Warum sage ich heute so oft so? Es ist gar nicht anpässlich hier. Was? Ich nehme es gleich. Ich drehe mal kurz nochmal um. Wenn ich es hinkriege. Es geht aber auch wirklich scheiße. Ja, wir sind von innen überhaupt noch nicht durch, ne? Auch wenn wir so von draußen eher goldbraun wirken, sind wir überhaupt nicht durch. Das was wird, ey. Keine Lust, so halbrohe Dinge zu essen. Was machst du da schon wieder? Kein Unfug, Junge. Jetzt haben wir ein Problem. Du hast deinen Füller heute schon gekriegt. Ja. Waschbären? Gibt's bei euch Waschbären? Ja, was sind das, so eine Bundis? Ja, irgendwie ist ein doofer Tag, ne? Also ich weiß auch nicht warum. Ich habe Montag nichts auszustehen, außer Videoschreien. Nein, Sam. Hast du den Holzknochen? Aber ich weiß nicht, Montag fühlt sich trotzdem scheiße an. Ich weiß nicht warum. Also die ersten Versuche sind hier nicht, die sind kläglich. Also weiß ich auch nicht. Man muss sie anscheinend länger braten, weil sonst werden die außenrum zu goldbraun und dann innen drin nicht fertig. Das spielt mit dem Holzknochen. Was nur da ist, Montag, weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, wir machen in der Zwischenzeit schon mal den Teig. Ich glaube, einfach alles im Garten. Ja, Erziehung, ne? Da wären wir wieder beim Thema. Ah, okay. Es fängt schon so bei Kleinigkeiten an. Wenn du die Laufbahn gesehen hättest zwischen mir und dem Golden Retriever, weil er nie eine Erziehung genossen hat, hättest du auch gedacht, wow. Der ist am Anfang nie mit mir Gassi gegangen. Den musstest du tragen. Dann immer dieses, es fängt schon mit Kleinigkeiten an, wenn du vor der Tür bist und rein willst und der Hund sich vordrängelt, geht gar nicht. Das ist so eine Kleinigkeit, wo manche denken, ach, das ist doch nicht so schlimm und so. Doch, das hat wieder was mit Dominanz zu tun. Die meinen, sie sind der Chef, deswegen, jalla, ich komme jetzt. Das geht nicht. Ich glaube, das wird jetzt hier ein Problem. Weil du bist der Chef und nicht der Hund. Das klingt so, als wäre ich der Hund, ne? Naja, aber im Endeffekt ist es so, wenn man das Alpha-Tier ist oder so, ich versuche es ja immer zu sein, dann hat man auch seine Ruhe, ne? Das ist einfach so. Da hat man keinen Stress im Haushalt. Ich weiß auch nicht, was es hier wird, ey. Also begeistert bin ich davon noch nicht. Wie gesagt, auch, dass die Kartoffeln nicht, dass sie noch roh da reinkommt und so. Das ist
eigentlich im Endeffekt nichts anderes wie ja, das, was ich mal mit diesem Löschen alles gemacht habe. Und das ist hier auch problematisch, wie ihr seht. Ich hole mal schon mal das Blech raus. Ich habe jetzt noch keine Lust, hier die ganze Zeit zu warten. Dass die Dinger noch fertig gebraten sind, ne? Mein Gott, du! Das kann ja dauern. Ich hab Hunger. Meine Arbeitsfläche wie immer zu klein. Kennt man ja. Ja, jeder Hund hat ja auch so seine Macken. Ne? Manche haben Bock auf Kaninchen, manche eher nicht. Terrier mit drin oder nicht. Das ist definitiv zu wenig Mehl. Der klebt ja noch total, der Teig. Da hat der Kühlschrank auch so gar nichts bewirkt. Ne? Der Teig ist zwar kalt, aber das bringt mir jetzt... Oh, kein Plastik, nein. Das bringt mir jetzt so gar nichts. Muss ich ja abschaben, den Teig. Oh. Das ist misslungen. Dann würde ich sagen, arbeiten wir da jetzt nochmal ein bisschen Mehl mit ein. Weil ansonsten, wie soll ich das denn gerollt kriegen? Was haben wir jetzt verkehrt gemacht? Vielleicht ein bisschen zu viel Butter? Oder zu viel? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was da so schief gelaufen ist. Dann kneten wir ein bisschen. Ah, nicht an meine Hände schon wieder. Teig. Na, Sammy? Ich glaube, ich kann mal die nächste Ladung reinmachen. Bin zwar nicht zufrieden, aber gut. Ich hoffe, dass sie durch sind. Wir kosten die gleich mal. Weil der ist aber sehr dunkel. Ich habe das gar nicht aufgedreht oder so. Dann mache ich schon mal den nächsten rein. Die anderen zwei muss ich gleich mal rausholen. Ich mache die jetzt auch mal ein bisschen kleiner. Ja, da, am Rand ist natürlich die Hitze, ist ja klar, nicht ganz so stark. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn er so goldbraun ist. So mehr als goldbraun. Keine Ahnung. Hauptsache es ist durch. Aber die Konsistenz ist nicht gerade wirklich das Dollste, ne? Mit Zusammenhalt und so. Ich weiß nicht, ob das auch sinnvoller gewesen wäre, damit mit Mehl mit reinzumachen. Aber egal, wir testen jetzt das Rezept und gucken mal, ob es so gut ist oder nicht. Oder mehr Ei oder so. Rein theoretisch, von der Menge aus her, müsste das ungefähr das gleiche gewesen sein, was ich benutzt habe. Ich meine jetzt an Kartoffeln und so. Machen wir jetzt kleinere. Vielleicht wird das dann besser. So. Ja, hier, das nächste Problem. Ordentlich Mehl drauf machen, oder? Das klebt ja sowas von. Wie soll ich das kneten? Also? Der ist irgendwie so ganz eigenartige Konsistenz, der Teig. Der ist so fluffig, der sackt wieder zusammen so richtig. Ich werde es mal versuchen. Das waren das Croissants, ne? Das heißt, wir müssen Dreiecke machen. Weil der fällt so auseinander, ihr seht es selber. So wie... Ja, es erinnert mich gerade tatsächlich an diese Dings. Ne? Ah. Mochis. Genau. Das ist genau die gleiche Konsistenz mäßig. Für den Arsch. Geht mehr als alles andere. Na gut, dann brauchen wir wenigstens am Mehl nicht sparen. Aber gerollt kriege ich das hier nicht. Das kannst du knicken.
Schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Wie soll ich das denn? Das geht doch gar nicht. Guck dir das an. Hä? Also so viel falsch gemacht haben wir doch nicht. Mir auch nicht. Ja, ich werde es versuchen, irgendwie Sache zu retten. Ich weiß auch noch nicht wie, aber gut. Ist, sobald ich den anfasse, fängt er wieder an zu kleben. So viel Mehl können wir da doch nicht reinmachen. Ne? Das ist... kannst du knicken? Kannst du knicken mit der Rolle? Alter Verwalter. Ja gut, dann versuchen wir das jetzt irgendwie, ein Dreieck daraus zu formen und dann ein Croissant daraus zu machen. Das sind ja Hörnchen. Ja, warte mal. Nee, das war so, ne? Alter, das ist ja aber auch schwierig jetzt, ne? Wie soll das gehen? So. Und dann so. Alter Schwede. Leider bin ich mal gespannt, wie die Dinger dann fertig schmecken. Das sieht zumindest aus wie ein Hörnchen. Schlechtes Hörnchen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wenn es gut schmeckt, dann will ich nichts sagen. Aber es ist eigentlich nicht, glaube ich, so gewollt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Dass das so klebt. Diesmal abkratzen hier. Nicht ich kratze ab, sondern der Teig. Der Teig verabschiedet sich. Ah. Nein, das macht doch keinen Spaß, Alter. Das ist, guck dir das mal an. Wir haben doch keine Matschis hier gemacht, oder? Jetzt nicht schmecken, ja, wie so. Und das ist hier, sobald es knetet, das ist vorbei. Es sieht wenigstens aus wie ein Hörnchen. Das ist die Hauptsache. Gut. Oder auch nicht. Ja, gut, der in der Mitte, ne? Ist ja klar, mehr Hitze. Auge behalten. Ja, ich auch. Da bin ich auch gespannt. Nicht nur du. Ich glaube nicht, dass es gut funktioniert hier. Ich meine, der Teig ist toll für, weiß ich auch nicht was, aber nicht für das jetzt hier, was geplant ist. So wie das klebt. Guck dir das an. Es backt in einer Tour. Hm. Eine Scheiße, du. Nee, das macht dann auch keinen Spaß, wenn das so wird, wie es nicht werden soll. Kannst ja nicht mal platt drücken. Es klebt sofort in der Hand. Wie viel Mehl soll ich da noch machen? Oh Mann. Es ist arschig. Es ist wirklich arschig. Wie gesagt, ich versuche alles zu retten, was zu retten ist. Ansonsten weiß ich nicht, was wir hier mit machen sollen. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn das ganze Mehl da dran backt. Komisch, ein Croissant. Teil 1. Ich meine, da ist auch keine Hefe drin. Ich weiß jetzt nicht, wie die jetzt irgendwie aufgehen oder so, ob da viel aufgeht. Da ist weder Backpulver noch Mehl drin. Doch Hefe drin, meine ich. Das ist schon alles ein bisschen cringe.
Guckt ihr das an, das klingt wie Scheiße, Leute, das ist unglaublich. Vielleicht wird es mit der Zeit besser oder so, ich weiß es nicht, vielleicht in meinen Träumen oder so. Kannst es ja nicht mal hochheben, das reißt sofort wieder auseinander. Wie sollst du da denn Dreiecke draus formen? Warte, ich glaube, ich bin ja echt sowas von gespannt. Und wir haben ja noch einiges, ne? Es wird so viel, so ein zweites Blech. Ja, super. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Eins minus hier mit dem Rezept. Ne, sechs minus meine ich. Eins minus. Ja. Ich vergesse mal, dass es hier am Rand nicht so geht. Ich muss echt neben stehen. Da ist Jagd im Auge. Ah! Jetzt weiß ich auch, warum da steht in dem Rezept im Backofen noch warm halten und so, weil die anderen jetzt ja noch brauchen. Ja, das macht nichts, ich esse auch kalt. Ist egal. Oder wir warten auf die nächste Fuche. Alter, was für Croissants, ey. Die macht ja kein Schwein so nach. Das ist ja unglaublich. Das glauben keiner. Also das erste sieht immer noch am besten aus. Es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, was das für ein Rezept ist. So viel anders haben wir diesmal wirklich nicht gemacht. Kann mir keiner sagen. Überall Mehl auf dem Boden. Die mehlige Küche. Und die fast schon sehr braunröstig. Habe ich die Pfanne zu heiß? Eigentlich nicht. Ich glaube, der Kamera ist da. Wie gesagt, der Rand, der ist immer nicht ganz so heiß. Und dann fallen die Scheiße immer auseinander. Fällt die Scheiße immer auseinander, nicht? Ich stelle mir mal eine runter. Sicher ist sicher. So, nächstes komische Hörnchen. Was kein Hörnchen ist, sondern ein pures Desaster. Ihr seht es ja selbst. Desaster. Das erinnert mich gerade so eher an Vanillekipferl. Mehl oder nicht? In der Weihnachtsbäckerei. Hat Jessie nur noch zwei? Nur was denn? Zwei weiß ich auch noch nicht. Das dickste Hörnchen von allen. Okay, ein, zwei vielleicht noch und dann müssen wir ein zweites Blech machen. Oder wir machen nur noch eins. Wir müssen eher eh ein zweites Blech machen, anscheinend. Ich wollte nur ungern eigentlich die Hände jetzt waschen. Weil ich doch gleich wieder kneten muss. Oder was wir auch immer hier versuchen. Kneten kann man das ja auch nicht nennen. Das ist eher modellieren. Nennen wir es so. Modellieren. Wir modellieren ein Dreieck
zum Croissant. Okay, let's go. Machen wir mal rein. Ich muss sowieso nachher saugen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es denn schon so spät? Auf wie viel Grad eigentlich? Naja, wir machen mal wieder 180, wie immer. Die Safety-Temperatur. Die ist ja immer sehr sicher. Alter, der ist auch sehr, sehr posch, ne? Na gut. 50-50, wie Rumpelstilzchen schon sagt. Mal wird das hier was, meine ich. Da kann ich auch nicht mal was für. Dann nehme ich mal eine Schuld hier. Ein bisschen mehr Unruhe. Senfdinger da. Da fährt jemand definitiv zu schnell. Ja, das ist ein Desaster. Ich bin der Master of Desaster. Es ist zu schlimm. Dann bei dem. Ich weiß nicht, wenn das jetzt so liegen bleibt, ob wir es danach dann hochgeben können. Könnt ihr mal versuchen. Es wird auch nicht besser, ne? Mit mehr Mehl oder so. Es wird nicht besser. Der Teig hat trotzdem diese Konsistenz, diese ich falle zusammen Konsistenz. Wie soll man das auch nennen? Und ich muss vom Boden abgekratzt werden, Konsistenz. Doch kein Croissant, Alter. So ein Unfall ist er. Naja, gut. Wenigstens hoffentlich schmeckt es nach irgendwas Gutem. Sonst haben wir heute kein gutes Dessert. Das klingt schon ganz gut. Das ist kein Croissant. Das ist eher eine Wurst. So, ich mache noch zwei und dann reicht das hier. Schuss mit lustig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube also, selbst wenn wir dann nochmal in der Rührstöße mit Mehl gemacht hätten, das wäre trotzdem genau das gleiche im Grün gewesen. Ich glaube nicht, dass das besser gewesen wäre. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. So, was ist dies? Können wir gleich wenigstens schon mal essen. Ich wasche jetzt trotzdem mal meine Hände. Nützt ja nichts, ne? Meine Brille fällt mir auch von der Nase. Ich lese gleich mal. Aus wie Vanillekipfel, so ein bisschen, ne? Ist echt so. Ist scheiße, wieder von den Händen abzukriegen. Wie ein Peeling schon wieder, weil sich das ein bisschen sandig anfühlt. Ach, ist das ein Elend, jedes Mal in dieser Küche. Aber die Küche kann ja nichts dafür, ne? Immer das Können dahinter. Ich finde ja Knetsachen und so nicht so schlimm, ne? Aber der Teig ist ja schon ätzend, ne? Schon wieder alles im Handtuch. Wieder waschen. Ja, wie ich es mir gedacht habe, die Dinger fallen einfach so platsch zusammen. Ein bisschen runter gestellt. Ich hoffe, das geht ein bisschen besser. Wir fangen an. Hier hoch.
müssen wir auch mal anfangen, ne? Ich hab Hunger. Das reicht. Ich hab Hunger. Ah. So. Alter, die alte ist doch nicht ganz dicht. Ich bin mal gespannt, wie die schmeckt. Das ist auf jeden Fall kein Träumchen. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, das Küchenpapier ist schon völlig durchgesipscht. Egal. Ein bisschen Fett ist auch nicht schlimm. Quark. Ich hätte auch noch mal ein bisschen kleineren Löffel nehmen können. Ich finde die Menge ist ein bisschen zu wenig geworden hier mit dem Bärlauch. Ich könnte da eigentlich noch mal ein bisschen was zumischen an Quark. Das sieht nicht ganz so scheiße aus. Es geht noch. Jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Das sind heute auf jeden Fall nicht die besten Rezepte, finde ich. Bis jetzt. Finde ich die Mushrooms besser. Ja, Waschbären. Ich meine, die sind ja immer so niedlich, ne? Aber man darf die ja bloß nicht füttern. Die sind ja wie eine Plage. Ne? Ja, klar, die klauen alles. Die darf es auch nicht. Muss aufpassen, die gehen ja am Müll und so. Kommen die auch trotz der Hunde eigentlich? Also bis jetzt kann ich sagen, schmeckt's. Ich gucke mal jetzt ohne Creme. Sehr fettig natürlich durch das Öl. Ja, doch, schmeckt. Wie ich schon gesagt habe, da kann man mit dem Salz muss man nicht geizen, ey. Also gerade so okay. Und die Bärlauchcreme schmeckt eigentlich auch gut dazu. Also schmeckt doch nicht scheiße. Und wenn man die so ein bisschen dunkler brät, Knoblauch kommt aber gut durch von Bärlauch, ne? Wenn man die so ein bisschen dunkler brät, dann sind die auch schön knusprig, ey. Ja. Das schmeckt gut. Hätte ich nicht gedacht. Ah, hier sieht's aus, der Küche, ey. Ich mach meine Rotztücher. Naja, gut, ich habe immer Angst, dass genauso wie Nudelauflauf, ne? Ich koche immer vorher die Nudeln. Weil ich habe immer Angst, dass es dann nicht durch wird. Ja, auch nicht. Da bin ich so ein bisschen ängstlich. Man braucht auch nicht viel von dieser Creme. Doch, die schmecken. Ich doch noch mal Glück gehabt. Einzige, was zu kritisieren ist, dass die Dinger zusammenfallen. Ich weiß nicht, ob da noch ein Ei mehr rein oder nicht. Ja, anders braten oder so. Aber auch die gut durchgebraten sind, die fallen trotzdem auseinander. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Quark mit reinrühren. Je nach Sorte. Wie meinst du? Ich finde dieses in Öl gebraten, das ist furchtbar, aber oh, der ist sehr dunkel. Also ich finde das ein bisschen komisch, wie gesagt, dass das da so, mischen da noch ein bisschen Quark mit rein, um das ein bisschen zu mehr vermengen, weil da ist sehr viel Bärlauch drin auf dieser kleinen Masse. Finde ich. Und damit ich auch noch ein bisschen was für morgen habe und so, ne? Weil sonst ist es zu wenig Quark.
Könnte aber allerdings auch mal einen größeren Löffel nehmen. Oh, ich dödel, ey. Sammy, und du guckst zu, ne? Mhm. Goldquark. Schön, mit 40% Fett. Ja, wir brauchen ja nicht sparen, ne? Den habe ich gerade diese Woche gekauft. Der kann nicht schlecht. Ah. Ne, ist auch schön cremig. Also ich finde, die Note des Senfes schmeckt man jetzt nicht ganz so raus. Also man schmeckt aber, dass da irgendwas ist. Jetzt nochmal zum Thema Senf in diesen Dingern da. Also man schmeckt definitiv raus, dass irgendwas ist, aber man schmeckt nicht unbedingt raus, dass es Senf ist. Das finde ich sehr interessant, weil das ein bisschen abhebt und nicht so normal ist. Kennt man ja eigentlich nicht so von Röstis. So, dann ist der Quark ein bisschen mehr und Bärle auch ein bisschen mehr verteilt. Hm. Nur nochmal ein bisschen Salz und Pfeffer vielleicht. Bin ja nicht ganz so Salz-Fan, aber ein bisschen muss sein. Und ich denke, manche essen echt wirklich zu viel Salz. Ganz schön überladen. Das Öl wird langsam knapp. Ich sollte hier vielleicht nochmal einen Küchenkrepp drauf machen eigentlich. Ich weiß nicht, ob man da auch so ein, weiß ich nicht. Die Dinger fallen auseinander, das gefällt mir gar nicht. Das einzige Manko. Ich will eigentlich ungern nochmal Öl nachschieben. Ich bin ja nicht so ein Fan von diesem Fett und Fett und Fett. Ich weiß nicht, hätten wir das auch alles in Leinöl braten können? Natürlich, klar, hätten wir, aber das wäre dann auch wieder ganz schön teuer. So, dann enden wir noch ein paar, weil das ist ja so wenig. Ist gerade den warm da. Dann könnte ich auch noch mal den noch runterschieben. Ach, aber auch eigentlich können wir alles essen und dann ein neues Küchenpapier drauf. Gut, dass die so halten, ne? Diese Küchenpapier. Guck mal, das trieft. Das trieft voller Fett. Nicht vergessen, dass wir die Hörnchen noch da drin haben, ne? Ah, es sieht komisch aus. Es sieht aus wie Vanillekipferl, ich sag's euch. Ganz eigenartig. Ich weiß nicht, die Männer, finde ich, essen immer sehr, sehr gern salzig. So kommt mir das vor. Also alle Männer, die ich kannte, die waren sehr salzlastig mit Essen. Ja, ja, die kleinen Hörnchen, du meinst, ja, ja. Fällt mir jetzt auch gar nicht an. Regatta, oder wie heißen da, der Regatte? Ich weiß aber, welche du meinst. Hm. Achso, 5 Minuten meinst du jetzt, weiß ich, was du meinst. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Zucker sollte man sich mehr Sorgen machen. Aber ich bin so ein Opfer. Hm. Aber ich weiß nicht. Wie ist das eigentlich bei diesen Fertignudeln? Wenn du jetzt Nudeln selbst machst, so weißt du ja, was drin ist. Ich habe jetzt kein Paket da. Keine Lust nach hinten zu gehen. Aber eigentlich ist ja. Das Problem an sich ist ja, dass überall Zucker drin ist. Wirklich überall. Ist ja wirklich schlimm. Das kriegen wir gar nicht mit, dass wir da schon total abhängig von sind, von diesem Zucker. Ist wirklich so. Finde ich schön, dass du wenigstens heute da bist. Der Rest hat mich im Stich gelassen. Muss ich nicht so viel sammeln. Mh.
muss ja hier immer den Entertainer machen. Aber heute ist mir nicht so nach Entertainer. Dieses Auseinanderfallen nervt mich bei diesen Dingern hier. Ja, jetzt nicht so. Vielleicht drehe ich die auch zu früh um, aber eigentlich eher nicht. Alle Dinger sind schon gleich fertig. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Die sehen schon aus an den Ecken, als wenn die schon so braun wären. Also Isas Zimtörtchen für den Arsch. Jetzt weiß ich, warum nur 3,2 Sternchen. 220 Grad, 15 Minuten backen. Ja, moin. Schnellbackvorgang. Ich werde die gleich mal rausholen, die sehen schon fertig aus. Ich weiß gar nicht, wo packe ich die überhaupt schon wieder hin? Hm. Panik! Also es wäre vorgesehen, dass man die noch mit Zucker so bestreut, ne? Ich weiß ja, wie das wieder ausgeht. Die sind definitiv fertig. Aber das Problem der Probleme. Kein Platz. Hey, ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Ich glaube, die schmecken größte Scheiße. Das Mehl ist ja nicht immer so schlimm. Der Teig hat ja vorhin auch gut gerochen und so weiter. Also weiß ich nicht, ob die aber geschmacklich dann gut sind. Das ist ja keine Garantie, ne? Ich weiß nur nicht, also ich glaube nicht, dass der Teig irgendwie so hörnchenförmig ist, weil der Teig ist eher kuchenartig. Also, nicht gut. Da kann man nicht schreiben, dass das Hörnchen sind, sondern eher Kuchenteig. Obwohl ich auch nicht weiß, wie das funktioniert ohne Hefe und ohne Backpulver und ohne alles. Ey. Das klebt schon wieder. Stülpen wir einfach um. Genau. Und jetzt hätte ich beinahe wieder das Blech so angefasst. Das ist nicht gut. Das ist mir auch schon so oft passiert, ne? Aber so, die Kürbis ist verbrannt. Nein, gut sehen sie aus, die Dinger, aber ich glaube nicht, dass sie gut schmecken. Kann mir nicht vorstellen. Die eine Kartoffel ist auch schon die ganze Zeit damit drin. Sieht sehr durchwachsen aus, auf jeden Fall. So richtig halten tut das auf jeden Fall nicht. Ich habe auch keinen Bock. Öl nochmal mit danach zu kippen. Geht das nicht auch so ein bisschen? Das ist scheiße. Zu viel Öl ist Kacke. Ich muss aber bestimmt Öl gleich haben. Ach, ich bin gespannt. Diese komischen Hörnchen. Das werde ich gleich so in einem ganzen entsorgen hier. Eine Sauerei. Obwohl es riecht wunderbar nach Reismehl. Das kann ich sagen. Das ist sowieso was Scheiße, das in die Geschirrspüle zu machen. Aber gut. Wir leben damit. Nein, lieben wir nicht. Ich komme nicht zum Essen. Ich muss putzen. So, ja, aber wenigstens schmecken die Röstis.
ich meine, ich würde es nicht nochmal so wieder machen. Definitiv nein. Ich finde, der Teig ist nicht gerade doll. Da ist entweder zu wenig Ei oder ich weiß auch nicht was drin. Zur Festigung. Weil die Dinger immer ständig auseinanderfallen. Aber ansonsten geschmacklich kann man nicht sagen, dass sie schlecht sind. Das ist okay. Geschmacklich ist gut. Warte jetzt, sofort. Ich auf Couch. In die Hörnchen? Ja, ich muss die erstmal testen. Recht hast du, aber gute Idee. The point. Ja, ich habe auch weniger erwartet, da hast du recht. Wegen Null-Back-Dings und so. Oh. Mm. Ich mecker immer. Also bei mir Standard. Ich bin ein alter Megapott. Boah, Alter, ich bin aber auch schon gut satt, ey. Ich glaube, ich esse nachher noch, Alter. Mmh. Als Knusprige gefällt mir echt gut. Mmh. Ich finde, die kann man auch gut kalt essen. Also die muss man nicht unbedingt warm essen. Das sieht doch nicht aus wie Hörnchen. Und ich sag's dir, da kannst du auch nichts reinspritzen, das geht nicht. Ich wette mit dir, wenn wir die gleich mal, wir können mal einnehmen und den mal aufschneiden. Also eh warten, bis die anderen da fertig sind. Testen wir mal ein Hörnchen. Jetzt sind sie ja noch schön warm. Ja, wie ich es gesagt habe, ne? Ich weiß nicht, ob man das so sieht auf der Kamera. Das ist für mich Teigkonsistenz, also Kuchenteigkonsistenz. Alles andere außer Hörnchen. Das ist kein Hörnchen. Mhm. Mhm. Mein Zahnstocher weggemacht? Wo bist du hin, Zahnstocher? Ah. Hundis, geht's euch gut? Na, Fudi? Fudi, komm mal her. Ja, Fudi. Hallo. Komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, feiner Bursche. Kannst auch auf den Schoß. Komm mal her. Ja, komm mal her. Du bist ein Schauspieler. Weißt du, wie der immer da liegt auf dem Boden? Der liegt immer so, wie ein Pascha. Fudi. Komm mal her. Ja, feiner Bursche. Komm mal her. Ja, Bursche. Das wäre, wie gesagt, nicht meine Hunde. Ne? Du magst nicht, wenn man dich hochfühlt, ne? Nein, das magst du überhaupt nicht. Ah. Du bist ein Pascha, bist du. Ein Pascha bist du. Und du stinkst aus dem Maul. Das ist unglaublich. Ja, Buddha, Buddha. Ja, Buddha, Buddha. Aber das ist, der ist ein ganz schlechter Fresser zum Beispiel. Weißt du, warum ich dir sage, Hunde für Krankenversicherung? Weil ich kenne nur Hunde, die irgendeinen scheiß Wehwehchen haben. Und ich muss sagen, bei meinem Hund war es ja auch so. Ich habe das mal ausgerechnet. Danach muss ich mir die Hände waschen, definitiv. Wollilein! Ja, aber es gibt nichts zu essen. Warte, Wolli. Ein bisschen was hat es gar nicht gegeben. Du darfst das zumindest. Du bist nicht fett. Ich habe das ausgerechnet. Sitz. Ja, wie Kuchenboden, genau, richtig, richtig, wie Kuchenboden. So scheiß ist das. Ich habe das mal ausgerechnet, als mein Hund zum Ende nicht mehr war. Ich bin ungefähr auf eine Summe von, ich glaube, 13.000 Euro gekommen an Tierarztkosten. Und sie ist ein kleiner Hund gewesen, also ein großer Hund hat definitiv mehr Kosten, ne? Und
an Versicherung, Krankenversicherung, hätte ich 7.000 Euro bezahlt. Also ich empfehle jedem, ab 5 Jahre den Hund krankenversichern zu lassen. Weil auch wenn der Hund... Mein Hund hatte 12 Jahre lang nichts. 12 Jahre lang nichts. Und dann die letzten 2 Jahre haben richtig gefickt. Da war dann alles vorbei. Ja, mehr gibt's nicht, Woody. Nein, mehr gibt's nicht. Ja, ich weiß, was du willst. Du Streuner. Mhm. Ja, deswegen ist die Rute hinten auch so ab. Weil man weiß nicht, was damit passiert ist mit diesem Hund. So. Jetzt legst du dich hier hin. Guckst du mir jetzt beim Essen zu, oder was? Das ist aber nicht nett. Weil das ist ein Kuchenteig hier. Da kannst du auch nichts reinspritzen. Das ist so fest. Nein. Nein, weißt du, wie das ist? Der Teig schmeckt. Aber ein bisschen SAC und B schmeckt es wie Kekse. Also, okay, für Kekse hätte ich sofort abgekauft, aber nicht für nette, fluffige Hörnchen. Also, er ist so ein bisschen gummiartig. Nee, aber nicht beim Reinbeißen. Der fühlt sich so an beim Essen, so wie er ausgesehen hat, als wir ihn da verarbeitet haben. Wirklich. Echt schade. Ich überlege gerade, man könnte zu diesem Teig, aber das kannst du vergessen, also das ist definitiv eine 6 Minus. Man könnte zu diesem Teig nichts anderes essen, außer vielleicht Vanillesoße und Eis. Was würde dazu passen? Aber ansonsten für den Arsch der Teig. Essen werde ich trotzdem, weil die schmecken ja gut. Aber vom Prinzip her ist es, naja, nicht das, was es sein sollte. Und wenn man ein bisschen länger wartet, dann kann man die auch besser umdrehen, ne? Oder auch nicht. Eine ist schon auseinandergefallen. Mhm. Aber länger braten, weniger Öl. Genau. Ja, aber Rindergebäck ist ja auch mehr mit Hefeteig, oder? Ist die Konsistenz da nicht auch fluffiger? Ich weiß nicht. Was ist los, Woody? Hm. Hätten wir daraus Kekse gemacht, wären die top geworden. Mit einer schönen Glasur oder Puderzucker obendrauf wäre das Maschallah. Aber so, selbst als Kuchen würde ich das nicht verkaufen. Wirklich Keksteig, würde ich sagen. Handtaschenhunde. Hm. Soll ich dir mal meinen Hund zeigen? Mein Hund war kein Handtaschenhund. Das kannst du so nicht sagen. Nicht jeder Hund ist gleich. Mein Hund, die hat sich jeden Tag in Sand und Dreck gewälzt. Sie war die Wälzkönigin. Aber sie war schon die Beste. Die süße Tutti. Mein Ex hat auch immer gesagt, tätowiert und keine Ahnung was, sah aus wie so ein Prollo. Damals. Der hat auch immer gesagt, ja, was soll ich denn mit so einem kleinen Fluffy-Hund? Ja, und hinterher haben ihn die Weiber angesprochen wie sonst was. Mhm. Na gut, wir müssen jetzt ja keine Bilder zeigen, wo sie schon halb am Sterben ist. Na, Woody, du bist ein Geier. Ich sehe dich. Hier das perfekte Bild bei Holger auf dem Schoß, ey. Das ist wirklich das perfekte Bild. Die ist so fotogen gewesen, Alter. So ein hübscher Hund. Ja, aber sie hat zum Ende Cushing-Syndrom gehabt, Nieren-Dings auch noch, Insuffizienz. Also da kam echt alles zusammen. Und 12 Jahre gesund, wie gesagt, ne? Also ich kann dir das ruhig empfehlen, diese Versicherung. Kostet zwar 50 Euro im Monat, aber auf lange Sicht gesehen, du brauchst keine Tierarztkosten mehr im ganzen Jahr bezahlen. Wenn du eine OP hast, ist auch mit drin. Es ist quasi alles mit drin, du hast deine Ruhe. Und auch wenn der Hund die ersten Jahre gesund sind, irgendwann auf Dauer macht sich das bezahlt. Weil irgendwann kommen alle Krankheiten. Und ihr, du liegst da schon wieder wie so ein Pascha. Und ihr habt sowieso alle Krankheiten. Wenn ich bedenke, der dicke Sam, ne? Der kostet 300 Euro im Monat.
Arthrose, Spritze, dies, Spritze, das, Spritze, 300 Euro im Monat. Und meine Tierärztin, weil sie geht jetzt zu meiner Tierärztin, die sagt schon immer, okay, da können wir sparen, da können wir sparen. Also die ist nicht auf Geld aus. Definitiv nein. Meine Tierärztin nicht. Deswegen ist sie auch die Beste. Die hat Ahnung von ihrem Job und macht das extra so, dass man auch nicht so enorm viel Geld ausgeben muss. Es gibt andere Ärzte, die drehen ja alles an, ey, was nur geht. Und ja, der kriegt jetzt jeden Monat so eine Arthrose-Spritze. Die kostet schon allein 90 Euro. Ja, jetzt mit der Krankenversicherung schon bezahlt. Bloß natürlich, oder so, ne, kostet ja auch immer noch. Meinst du, ich habe das Gebäck erfunden? Naja. Hm. Also ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, was ich da irgendwie falsch gemacht habe. Eigentlich habe ich da nichts falsch gemacht. Vielleicht ein Ticken zu viel Margarine, okay. Das kann aber nicht das gewesen sein. So, und ich lese jetzt nochmal vor. So, Roggenmehl, Reismehl, Weizenmehl, Natron und Backpulvergemisch. Ja gut, das kann aber trotzdem nicht den Bock fett machen. Milch, Margarine, Zucker, weil es ist ja trotzdem ein bisschen aufgegangen. Aroma, Zimt. Na, tut mir leid. Also, ich weiß nicht, woraus sonst Hörnchen bestehen. Also ein französisches Croissant jetzt zum Beispiel. War ja, glaube ich, ein Blätterteig. Ist ja sowieso was ganz anderes. Und wenn nicht Hefeteig, wäre auch was anderes gewesen. Nein, nein. Das Rezept ist für den Arsch. Aber man kann ja auch nicht immer Glück haben. Also ich habe 80% Glück bei den Rezepten, aber es gibt auch sowas von Scheißrezepten. Das ist halt einfach so. Kleine Powerpakete, ja, in der Tat. Kalorienarm sind die nicht. Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel, meine Tierärztin hat damals das Cushing-Syndrom erkannt. Und wenn man sich den Verlauf durchliest bei Google und so weiter und so fort, was das bedeutet, wenn der Hund das bekommt. Ein Mensch kann das auch bekommen. Also Cushing-Syndrom ist was Anerkanntes, was auch ein Mensch bekommen kann. Ich muss doch Öl reinkippen. Ey. Nee, ich mach da jetzt das Ganze. Es reicht mit Öl. Pudines muss weg. Kaufe ich sowieso nicht mehr so einen Scheiß. Diese Krankheit ist sehr schwer festzustellen, weil die Indizien halt nicht zu offensichtlich sind. Und das Ding ist, meine Tierärztin hat es erkannt. Ich denke, andere Tierärzte bekommen, wenn ich da manchmal höre, was die Tierärzte dran rumdoktern bei anderen Hunden und oh, bis sie dann überhaupt da mal was finden und so weiter, da denke ich mir auch jedes Mal. Und meine Tierärztin ist wirklich, also kann ich nur loben einfach. Nicht nur bei meinem Hund, auch bei anderen Hunden. Ich schleppe da ja auch andere hin. Mein Hundesitter war sehr kritisch am Anfang, weil der auch alle Tierärzte hasst, weil sie alle unfähig sind. Und der war auch eher skeptisch. Dann hat er sie kennengelernt und hat gesagt, einfach ist die beste Frau. Ist einfach so. Die hat einfach richtig Ahnung von ihrem Job. Versucht auch manchmal homöopathische Wege zu gehen. Kosten reduziert und wie gesagt, das Beste aus der Lösung zu machen halt, ne? Und das ist für mich ein vernünftiger Tierarzt. Und nicht einfach nur reinpumpen. Geht gar nicht. Aber heutzutage hat ja auch jedes Tier irgendwelche Modeerscheinungen, ey. So Krankheiten, wo man sich denkt, ey, sowas gab es früher doch gar nicht. Ja, Wechselwirkung bestimmt. Wie gesagt, ich kenne einige Orte, Allergien und dies und das. Ich bin da ja manchmal so wie so ein Bauer, ne? Auch bei mir. Es ist nichts anderes. Ich sage immer altmodisch, bewährt und ist gut. Never change a running system. Und das war genauso wie damals bei meinem Pferd. Auch nicht anders. Jeder hat auch Bluterguss, gleich Tierarzt rufen. Und ich sage, nein, bisschen Salbe drauf, fertig, ab wieder auf die Weide. Fertig und ist gut. Und so war es auch. Es hat nicht unbedingt immer was mit Geld zu tun, aber aus Prinzip. Zum Beispiel, ich habe sämtliche Allergien, eigentlich. Ich habe Weizenmehlallergie, ich habe Laktoseallergie, ich habe Milben, ich habe Gräser, Roggen, ich weiß gar nicht, die Liste ist endlos, laut Diagnose.
Ich mache alles, was dagegen ist, und ich lebe trotzdem. Keine Magenschmerzen, keine Blähungen und nichts. Mir geht's gut. Aber stell mal vor, ich würde mich jetzt danach richten. Nee, sich nach Krankheiten zu richten, weiß nicht, ist nicht gut. Sag mal, habe ich jetzt zu low gemacht? Oder ich glaube, ich musste doch wieder ein bisschen mehr Pfeffer drauf machen. Die sollen ja auch knusprig werden. Aber die, wo mehr Ei jetzt mit drin sind, die verbinden sich ein bisschen besser irgendwie. So eine Grütze da. Naja. Und diese Hörnchen, ey. Das Kekshörnchen, ey. Das merkst du schon, wenn du allein schon so machst. Boom. Kann sich jemand mit erschlagen, ey. Was hast du auch erwartet, Jesse? Ja gut, aber ich muss heute wenigstens kein Pizza essen. Aber ich sag's euch mit Öl. Ich sag ja, das liegt mir schon wieder schwer im Magen, ne? Also ich hätte doch irgendwas anderes nehmen zum Braten oder so. Ich halte davon nichts mit diesem scheiß Frittierkacke da, ne? Also es liegt jedes Mal schwer im Magen und du kommst nicht hoch. Deswegen habe ich auch so nicht ganz so viel gegessen, weil ich weiß ganz genau, ich kann gleich wieder eine halbe Stunde erstmal auf der Couch liegen, bis ich mich regeneriere. Oder am besten noch 10 Schnaps trinken. Nee. Ja. Ja, das ist es ja. Das ist es ja. So Dinge, die schon seit Ewigkeiten funktionieren, warum? Jetzt sollen sie auf einmal nicht mehr funktionieren, das verstehe ich auch nicht. Also es ist alles Geldmacherei. Es ist einfach so. Hauptsache Geld machen und alles neu. So wie die Leute in diesem Scheiß, wie heißt das noch? Gut, aber ich glaube nicht jeder zieht an diesem Strang, dieses Refurb oder wie heißt das da? Sachen wieder benutzen und erneuern, restaurieren, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das die wenigsten machen. Aber eigentlich wirklich sehr schade. Weil ich habe es ja schon oft genug gesagt, alles was hier auf... Alles was hier auf der Straße geschmissen wird, das glaubt ihr nicht, ey. Das ist wirklich eine Frechheit. Neue Sachen, oh, das ist der Wahnsinn. Da kannst du wie einkaufen gehen hier. Wirklich. Ist auch kein Wunder, warum hier viele immer... Jetzt schon wieder auseinandergefangen. Toll. Jessi, hast du gut gemacht. Ist auch kein Wunder, warum die Leute hier immer anhalten und alles mitnehmen. Weil es ist wirklich so. Hier kannst du wirklich Schwärme... alles neu. Kannst alles verkaufen. So mäßig. Nee, es ist traurig einfach. Weil der Konsum steigt. Es wird alles teurer. Und wir beschweren uns jetzt nicht weiter, weil heute ist Sonntag. Nein, aber oh, ich bin schon besser 3 Stunden fast dabei. Was ist denn hier los? Ah ja, ich habe ja später angefangen. Hm. Dann warte ich mal, bis er gleich wieder da ist. Unser spezieller Name. Und dann werde ich mal, glaube ich, langsam aufhören jetzt hier. Weil das brät ja jetzt nicht mehr so lange. So viele sind da jetzt nicht mehr im Eimer. Das Einzige, was ich jetzt noch tun werde, ist definitiv die Creme wieder in den Kühlschrank packen. Ich kann später noch mal ein bisschen was essen und ich habe sogar noch was für morgen. Also praktisch. Mein Kühlschrank ist eh voll. Aber der Quark ist echt lecker dazu. Insofern, why not, ne? Mal machen. Wir haben jetzt die Runde. Ich habe genug da auf jeden Fall. Es ist für die nächsten Tage mehr als ausreichend. Die sind schon ein bisschen besser geworden. Aber ich glaube, da ist mehr Ei drin. Der fällt schon auseinander. Weiß nicht, es gibt bestimmt genug Alternativen, wie man das ein bisschen fettarmer brät. Weil das ist wirklich sehr... Uff. Die werden jetzt, wie gesagt, auch ein bisschen besser zusammenhalten, weil da mehr Ei drin ist. Setzt sich ja irgendwie ab.
Das, die Flüssigkeit lagert da unten. So, ein, zwei Touren noch und dann ist auch Feierabend. Das lasse ich sowieso so. Und vor allen Dingen, ja, spezieller Name. Und vor allen Dingen, es stinkt immer nach Frittierfett. Und ich, das hasse ich ja auch, ne? Ich mache dann immer die Haustür auf und ärgere ich meine Nachbarn damit. Schön Gestank in den Hausflur. Mr. Spezieller Name. Ne, ich überlege mir da noch mal was. Da überlege ich mir auf jeden Fall noch mal was. Ne, wieso? Ich weiß eigentlich, wie ich dich nennen kann. Ganz einfach. Gurke. Woody heißt für mich Gurke. Susanne nennt immer Gürkchen. Ich weiß nicht, wie sie auf Gurke kommt, aber der ist ja auch eine Gurke. Gürkchen. Hallo Gürkchen. Ja. Rumpelstilzchen ist bestimmt auch schon am Essen. Und wo der Rest ist, ja kein Plan. Ey. Alle ausgewandert. Ja. Jetzt sehe ich es gerade erst. Hätte man mal auf dein Profilbild geguckt, dann. Aber ich stalk meine Zuschauer ja nicht. Aber ich sehe gerade, da ist eine Gurke. Dann nennt man das bewusst, ne? Gürkchen. Ja, mein kleines Gürkchen. Nein, ich stalk gerade dein Profil, weil ich dir sagen wollte, vergiss nicht ein Follow dazulassen, wenn dir meine nervige Art gefallen hat und wenn dir mein nerviger Content auch gefallen hat und wenn du nächstes Mal mit dabei sein. Ah! Naja, also es wird ja. Ich finde, meine Stimme ist heute komisch. Es wird ja demnächst mehr wieder Vlogs geben. Aber ansonsten mache ich ja Gaming-Content, ne? Sonntags ist immer Kochen hier am Start. Es sei denn, ich bin krank. Was ja auch nicht so oft vorkommt. Hier ist auf jeden Fall von allem immer etwas mit dabei. Aber es gibt wirklich Zuschauer. Gerade gesehen, so wenig ich gucke, die sind schon da alle nebenbei am Zocken, sehe ich so, ne? Bestimmt. Hier ist auf jeden Fall, es gibt manche Leute, die gucken auch immer nur sonntags vorbei. Ja, habe ich gesehen, aber das kann ich nicht sehen. Ich wollte jetzt ja nicht aufs Profil drauf gucken. Ja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt verabschieden. Ich verpiss mich jetzt und muss mich ganz dringend auf die Couch legen und hier nun wieder aufstehen. Nee, aber ich gehe auch gleich nochmal mit den Hunden eine Runde. Ich hoffe nicht, dass es regnet. Irgendwie sieht es ein bisschen so danach aus. Ja, und wünsche euch dann nochmal einen schönen Sonntag. Ne? Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Arrivederci und ciao, ciao. Danke dir auch, Gürkchen.